Hello again. Hello again für heute. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Vorhin live gewesen, jetzt live gewesen. Ein Traum. Ein Traum. Ja, ist richtig, richtig am Ackern hier heute, wa? Ja, ohne Witz. Aber es ist auch ein wichtiger Tag, weil äh, ich sage es mal so: Wir wussten ja schon, dass was vor der Tür steht. als Hallo, Ole, willkommen zurück. Äh, als ähm, als Update. Das, das war ja allgemein schon so ein bisschen: man hörte, dass das Raunen in der Macht. Moin again, Grimjan. genau. Ja, und äh, wie sehr hat es sich am Ende doch äh, überrascht, dass es kam? Ähm, nicht so, also mich hat, dass es heute kam, hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe mit nächster Woche gerechnet. Gestern meinst du? Genau. Ja. Gestern, ja. Ja, ich auch, aber ähm, ja, ne? Ist so, so besser, also mich freut es, dass mhm. ähm, es da ist und ähm, bin auch, kann ich schon mal vielleicht ein bisschen spoilern, ähm, tatsächlich positiv äh, überrascht davon. Ich auch. Mhm. Größ zu, größtenteils, es, es gibt ein paar Punkte, wo ich sage, mhm. aber ähm, äh, so zu 80 bis 90 Prozent, sage ich, ist schon eine dufte Nummer. Zwei, bei zwei Punkten haben sie es bei mir äh, nicht erreicht heute. Okay, da bin ich mal gespannt, ob sich da die zwei Punkte bei uns überschneiden. Ich bin mir relativ sicher. <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, was aber nicht hier drin steht, was aber für mich die allerwichtigste Änderung war, kommst du drauf? Ähm, dass es jetzt monatlich kommt. Yes. Ja, das fand ich auch fantastisch. Also ich habe ich, 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 hab mich so gefreut darüber. Ja, und ich bin mir totsicher, dass das daher ähm, kommt, dass der. Dieser neue Chief Balancing Director mit im Team ist. Monatliche kommt, Patches. Ist mir egal, Hauptsache es ist da, weil ähm, das hat so eine in, ähm, enorm guten Auswirkungen in, meiner, in, in meinen Augen. Ja. Das finde ich fantastisch. Ja, kann ich nur dick unterschreiben. Genau. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Das Wichtigste ist durch. Nein. <laughs> Und äh, schön Feierabend. Ja. Ähm, nee, genau, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Wir haben ein paar Punktefraktionen, die nenne ich jetzt mal so. Das sind einfach nur Fraktionen, wo es einfach äh, schlicht Punktänderungen gab. Die meisten, da können wir nur kurz nennen, was es ist, aber bei vielen ändert sich nichts. Es gibt zwei Fraktionen, wo die Punkteänderungen tatsächlich einiges ändern. Ähm, da werden wir dann nochmal genauer drauf eingehen, aber die meisten Armeen haben... Punkte und Regeländerungen bekommen. Genau. Also sie zum Beispiel Flashy Dakords zum Beispiel, die haben keine Mechanikänderungen bekommen, die haben einfach nur Punkte Drops bekommen. Das heißt, die Armee ist nur noch ist, ist weniger Müll als Müll. Ähm, aber mhm. ähm, ne, da werden wir halt nur ja. kurz sagen. Da, da da Punkteänderungen weiter. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir direkt mal. Zum ersten Teil der Rules-Updates und da waren tatsächlich sehr interessante Sachen dabei. Ähm, wollen wir da auf alle eingehen? Nö, oder? Nur auf die neuen, oder? Ja, fangen wir an. Ähm, ja, Rules of One, da war halt die Frage, ähm, dass ob die Fähigkeiten von manchen, von manchen War Scrolls, ob die auch dazu zählen, sprich, dass eine, äh, äh, eine Einheit diese Fähigkeiten nur einmal pro Phase nutzen kann. Und da war ganz simple Antwort ja. Ja. Genau. Also, da geht es vor allem auch um Reaktionen. Ne? Also, es gibt ja manche Sachen, ähm, da reagiert eine Einheit drauf, weil eine andere genische Einheit irgendwas gemacht hat. Du kannst aber halt nur mit dieser Einheit einmal darauf reagieren. Mhm. Ja, ist, äh, die Frage hat sich bei mir noch nicht gestellt, aber ich, nee. ich habe auch keine, keine, ähm, ähm, hab auch keine Modelle, die sowas haben. Aber ja, es, es ist es auch geklärt. Genau. Das nächste betrifft die Charge Phase. Das ist ganz interessant. Ist auch eine sehr spezifische Regel. Und zwar dürfen wir, wenn wir einen Charge auf eine Einheit einsagen, die wir aktuell ausschließlich sehen können. Also mal angenommen, wir haben einen richtig fetten Klopper von Gelände da stehen und einer von unseren von unseren Grotz sieht. Ähm den Archeon, den, 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 die Schwanzspitze von Arkeon irgendwo rausragen, dürfen wir dann einen Charge ansagen und eine andere Einheit aber chargen, die vollständig hinter dem Gelände verborgen ist und da den Charge-Move in einem halben Zoll beenden? Nein, wir müssen zu einer sichtbaren feindlichen Einheit den Charge beenden. Wir können beide reinziehen, aber wir müssen die Einheit, die wir gesehen haben, dann mit reinziehen, weil ansonsten wären wir ja nicht dazu berechtigt, einen Charge anzusagen. Ja, ist sehr, sehr situativ, aber ja. Ja, äh, situativ kommt aufs Gelände stark an und auch, ähm, weil ich habe halt schon festgestellt, es ist teilweise einfach schwierig, eine Einheit hinter Gelände zu verstecken. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, wenn man da ein gutes Gelände hat und du da was hinter verstecken kannst, dann bist du da mehr oder weniger sicher. Selbst wenn du sagst, ach ja, gut, der ist bei 6 Zoll dran, jetzt Mal doof gesagt, und die sichtbare Einheit ist ähm, 12 Zoll, da bringt ja. dir dein 7-Zoll-Charge nichts, weil ihn darfst du nicht anchargen. Und das ist schon, ist schon wichtig tatsächlich, ne? Also gerade mit so kleinen Helden die kannst du doch ganz gut verstecken. Ja. Ähm, ja das nächste wäre fliegen. Ähm, das wurde noch mal, äh, da wurde nochmal nachgefragt, weil du darfst dich ja normalerweise mit einem normal Move zum Beispiel oder auch mit einem Run Move nicht durch die ähm, Waffenreichweite oder Combat Range ähm, durchbewegen. Wenn du fliegst darfst du dich da durchbewegen, darfst halt logischerweise nicht in der Combat Range ähm, stehen bleiben, aber du darfst dich halt drüber hinweg bewegen. Ne? Genau, ich glaube, das haben sie einfach nur noch mal klarifiziert. Ich glaube, das war einfach, äh, das haben sie halt vergessen mit reinzuschreiben in die Regeln. Ja. Äh, sollte eigentlich äh, bei gesund denkenden Menschen. Das kannst also ich will jetzt hier keinen auf den Chips reden, aber das kannst du bei dem Hobby nicht, ähm, äh, nicht voraussetzen. Hm. Ja. Das ist halt leider einfach wirklich so. Also, es ja. kommt halt man, also so oft, wie man schon da gestritten hat, wo man sagt, naja, komm Leute, also Rules as written und Rules as intended. Und gesagt, ja, ja, aber guck mal, man kann es auch so verstehen. Ja, In meinem oh, Schweizerdeutschen dann, Regelwerk steht aber. Genau. Ja, ja. Genau, das meine ich halt. Also ja, ähm, ja. mit gewissem Menschenverstand. Das ist schön, dass sie das jetzt so klar, klar, klarifiziert haben nochmal, dass das im Prinzip so ist, na, wenn eine Fliegende, also eine Einheit, die fliegen hat, sich bewegt, dann tun wir so, als wenn die halt wirklich fliegt. Sprich, die ist oben am Himmel oder äh, springt über, über jemanden weg und da ist dann die Combat-Range ähm, egal, solange genau. du dich innerhalb der Combat-Range endest. Genau. Dann haben wir den allgemeinen erweiterten Regelpart und der ist tatsächlich oh, ich fand ihn krass. Ja, ich mich dazu gefreut. So mm. Oh, da, boah, das, das war Lord Crook gerade eben. Das, das war war Lord Alter, das ist boah, ich habe hier eine neue Fassbrause, nämlich Cola Orange von Kronbacher diesmal. Boah, ist Rollen. da viel, ist da Kohlensäure drin? Äh, hallo Micha. Ähm, genau. Äh der, die erste große Änderung davon betrifft die Manifestationen. Und zwar darf ein befreundeter äh, Wizard oder Priest äh, nur, also kann, nicht mehr als ein befreundeter Wizard oder Priest darf eine Manifestation pro Zug beschwören. Das ist schon mal ein richtig dickes Ding, weil so ein Techlist einfach ja, vier Manifestationen. Nee nee, 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 halt, halt, halt. Die gleiche. Da hast Die gleiche. Was, äh, ja, ja. Genau. Deswegen, also du kannst, du kannst schon, also ein Wizard kann schon mehrere Manifestationen ja, machen. Ja, aber das wird jetzt, das wird ausgetauscht. Ähm. Der darf nicht denselben, genau, wie du schon sagtest, ähm, dass auch vom selben, im selben Zug entfernt wurde. Das heißt, es gab früher scheinbar Leute, die haben das so gespielt, dass ähm, ja, was weiß ich, da wurde die Purple Sun gebannished und dann haben sie sie einfach zurückgeholt. Genau, also sprich, Gegner ist dran, banisht die Purple Sun und dann machst du einen Counter Counter-Spell und holst sie wieder zurück. Genau. Weil ähm, du kannst ja nicht, soweit ich weiß, da gehen Gegner kannst du nicht. Mein Robert, in der genischen Phase kannst du ja nicht banishen, weil das ist ja, ähm, kannst ja, das ist ja im Prinzip wie ein Zauber, ist ja nochmal eine Extraktion. Genau. Also das heißt, in deiner Phase banischt du die und dann hat der gesagt, ja, hier Counterspell spell und ähm, hol die wieder. Und Das geht jetzt nicht mehr, finde ich auch in Ordnung, weil. Mh. Ja. Oder hier, genau, wie, wie Robert sagt, check es selber banishen und dann neu beschwören für bessere Positionen zum Beispiel. Ganz genau. Kannst du ja auch selber banishen. Jetzt müsst ihr euren ich Schmutz da stehen lassen, wo Ja. <laughs> Ja, genau. der, der, spielt, der spielt jetzt wahrscheinlich die Zinszauber, weil die jetzt toller geworden sind. Mhm. Oder eine. Genau, ansonsten das Banishing verändert sich auch. Das ist ganz interessant, ähm, dass wir plus eins zum Banishment-Wurf kriegen für jede feindliche Manifestation, die auf dem Schlachtfeld ist. Nach der ersten. Nach der ersten, ja. der ersten genau. Also, ne? Auch äh, da wieder so ein Nagasch, der, in der Runde 1 sagt: Ja, wie ich meine dich. Der, der Runde einfach sagt: Ach Mensch, ja, jetzt hier vier sauber ja, okay. Kian sagt, wer spielt Ein schon Manifestationen? Nischenspielerei. <laughs> ja, genau, hast recht, Kian. Genau so ja, aus. Aber Kian, nicht jeder hat fünf Schweine. Das musst du den anderen Fraktionen lassen, die einfach bei weitem nicht so cool sind wie die deine. Ähm, ja, ansonsten, was noch äh, neu ist, dass ähm, nur die coolen haben sie, ja genau. Ja, <laughs> äh, haben beim Faction Terrain ähm, noch eine zu der Bullet List was dazu gefügt, und zwar. Ähm, wenn Faction Terrain irgendwie ähm, eine Melee- oder Range Weapons hat, kann sie, kann sie also die fight and shoot äh core Abilities nutzen, das wäre Unit. Ich habe noch kein Faction Terrain gesehen, was Fight-and-Shoot-Core äh, äh, kann, aber okay. Und ähm, wenn sie einen Move von 0 haben, können sie sich nicht bewegen, also kann ich einen reinpeilen. Mhm. Okay, Robert, das war sehr, viel, sehr wertvoll, danke. <laughs> Dann viel Spaß mit der Family. <laughs> Aber gibt es irgendeinen Faction-Terrain, was, was ähm, Ranger- oder medi hat? Ja. Also für die, machen sie jetzt schon mal vorsorglich für die Stormcast mit ihrem Faction-Terrain. Das kann nämlich wahrscheinlich über 30 Zoll äh, W12-Blitze mit äh, jeweils W20-Schaden machen wahrscheinlich. Boah, keine Ahnung. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Naja, gut, ja. werden wir sehen. Ja. Wahrscheinlich einfach Vorsichtshalber, weil irgendjemand vielleicht irgendwie eine komische Frage gestellt hat. Hat Nörgel vielleicht, nee, auch nicht. Also das Faction Terrain nee. von Nörgel darf im Nahkampf zuschlagen. Das hat eine Nahkampfwaffe. Ja, ja dann, dann kannst du dann kann's zuschlagen. Ja. Weißt du? Krass. Ja, und dann scheint gab es damals Auseinandersetzung nach dem so naja, ist ja kein also. ist ja keine Einheit. Ja. Ja, gut, Ir irgendwelche Korinthenkacke hast du halt immer, ne? Ja. ja. Wollen wir bisschen sicher. Mhm. Ja. Ähm, genau, das war Army-Komposition ist nicht neu, genau. Dann haben wir für Commands in der Shooting-Phase super wichtig. Super, super wichtig. Und das würde dich gefreut haben, oder? Ja, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe die Diskussion darum, fand ich, es tut mir leid, die Wortwahl aber schwachsinnig. Mhm. Weil das war immer dieses, naja, ähm, das, die, Auto, die, die genische Einheit wird ja da automatisch gewählt, du suchst dir ja nicht selber aus, wo ich dann sage, ja, Leute, also, aber trotzdem ist es doch trotzdem, dass die halt ausgewählt wird. Ja, ja. Das Wording ist jetzt hier minimal anders, als es vorher war. Nur, dass jetzt noch eine Designer noch dazugefügt haben, von wegen, ja, diese, äh, das erlaubt jetzt, dass du äh, auch All of Defense machen kannst, wenn jemand Covering Fire macht. Ja. Finde ich super. Äh, fand ich für mich persönlich, äh, also wenn ich mal mit jemandem gespielt habe. Oder gespielt hätte, wenn ich, wenn ich Beschuss gehabt hätte, hätte hm. ich gesagt, du kannst gerne die defense machen, weil es einfach für, für ähm, mein Verständnis ähm, das einzig Sinnvolle war. Ja, ja, sicher. Ähm, von daher bin ich froh, dass sie das jetzt reingebracht haben, damit man da nicht wieder diskutieren muss. Mhm. Und ähm, ja, also bin ich jetzt nicht freude, freudig hochgesprungen, weil ich halt so ja okay, war eigentlich klar, aber gut, dass sie es gemacht haben, damit man da nicht mehr da streiten muss. Ja, muss ich auch sagen. Dann haben wir, ich gucke hier gerade mal, nee, das ist nicht neu, da, Magic Spells 2.0. Ähm, ach nee, halt, erst auf der anderen Seite, Power Level. Ähm, wenn eine Einheit mehr als einen Power Level hat, zum Beispiel einen Power Level 2, äh, und eine feindliche Fähigkeit verringert diesen Power Level, welchen Power Level, nee, Moment. Ja, wenn hm. du Wizard und, und ähm, Priest bist. und Ach so, ja, die beide, ja, genau. Die, die haben beide Power-Level. gibt kannst ja dann da Sachen, die den Power-Level verringern. Ja. Welchen nimmst du denn Den höheren, ja. Ja, den höheren dann, okay. Mhm. Ja, die nächste wäre halt, äh, wenn du durch Misscast ähm, Mortal Damage kriegst, ob das der äh, Mortal Damage so behandelt wird, als wäre von er von einer Zauberfähigkeit ähm, ähm, entstanden. Mhm. Ähm... Nein, sieht nicht so. Ist einfach nur Mortal Damage, aber nicht durch eine Zauberfähigkeit, sodass irgendwie was triggert, was irgendwie ähm, die Zauberfähigkeit negiert. Ja. Oh, ich sehe gerade, die Chatbox ist nicht da heute. Hoppla. Ah. Ja. Dann muss ich es weiter vorlesen. Ist ja witzig. Okay. Ähm, genau. Ja. Dann haben wir. Die normalen General Handbook-Änderungen, genau. Äh, und zwar, das ist auch etwas, was ich sehr gut finde, dass sie das ändern, ja. weil es war schon sehr omnipräsent. Äh, der Effekt von Priority Target wird jetzt dahingehend geändert. Also vorher war es so, wir wählen eine Einheit in unserem Generalsregiment und diese Einheit bekommt plus eins zu Hit und plus eins zu Wound, wenn sie äh, gegen das feindliche wenn sie gegen die feindliche generalsentourage kämpft jetzt ist es so dass wir plus eins zu hit und to wound bekommen für modelle in unserer honor guard äh, das den feindlichen general oder die honor guard auswählt das heißt die, die äh, das die Einheit im Generals Regiment, die ebenfalls eine dieser Fähigkeiten bekommen hat. Und die müssen innerhalb von 12 Zoll sein. Das heißt, mal eben, was weiß ich, die äh, Sentinels von den Luminous Realm Lords, die mal eben 30 Zoll über die Platte geballert haben mit, mit der Fähigkeit, das ist gibt es jetzt nicht mehr. Und das finde ich eine sehr, sehr starke Änderung. Ja. Ganz genau, finde ich auch. Also auch allein schon, dass du halt wirklich sagst, ähm, das zählt nur noch gegen den General und seine, wie heißt es, Honor Guard? Ja. Weil so war es bisher immer, dass man gesagt hat: Naja, okay, ich habe meinen General. Meistens war es ja irgendwie namhafter, der automatische General ist. Dann machst du noch eine andere Einheit rein, damit die halt die Fähigkeit kriegt. Mhm. Aber ja, keine anderen, weil sonst werden die alle auch besser getroffen und verwundet. Und das hat, war auch so ein bisschen, finde ich, gegen das Feeling. Weil ich meine, der General will doch mehr bei sich in seinem Regiment haben, weil es ist ja Herrführer. Ja. Und da hast du gefühlt, da wir so, so ähm, entweder ihn alleine oder ihn mit einer Einheit, vielleicht auch mal nicht mit einer Dulli-Einheit, weil die gesagt haben: Die brauchen diese Extra-Regel, wollen die Extra-Regel nicht. Und jetzt kannst du wenigstens sagen, okay, komm, hier mein General mit ähm, seiner Underguard und dann noch vielleicht anderen Einheiten, weil den tut es ja nicht weh, wenn die da drin sind. Ja. Worüber, und auch so für den 12 Zoll, ne, das finde ich super gut. Ja, worüber ich hierbei nachgedacht habe und auch noch nicht so richtig auf die Idee gekommen bin, ist, ob das jetzt quasi dieser Knackpunkt ist, dass wir sagen, dass wir jetzt auf Two Drops bauen. Weil äh, du kannst ja das Generalsregiment jetzt voller machen mit deinen stabilen Einheiten beispielsweise. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob jetzt wieder mehr äh, Two Drops kommen werden. Wahrscheinlich, also hier, ähm, Kilian sagt, okay, jetzt ist nur noch Slayer the Entourage ein Grund, das Ding noch vo nicht voll zu hauen. Genau. Ja, stimmt, hast du recht. Ähm, Deswegen halt die stabilen Einheiten, die wir haben, ne? Die da, da mit rein. Wahrscheinlich den damit rein. Und obwohl ich halt wirklich sagen muss, das finde ich interessant beim Listenbau, können wir uns abschweifen. Weil, habe ich halt bei den Slaves gemerkt, du hast wirklich unglaubliche Unterschiede, je nachdem, we welchen Held du in, der, in dem Regiment drin hast, was du da reinnehmen kannst. Äh, teilweise. Ja. Und dann muss ich teilweise, muss ich manchmal wirklich ähm, irgendwelche Dulie-Einheiten in mein Re äh, Generalsregiment reinnehmen, weil die in dem anderen Regiment nicht, ich nicht reinnehmen kann. Das stimmt, ja. ja. Aber ist die nächste. Ja, was Ja, ich bin halt mal gespannt, wie es ist. Äh, oder okay. wie es wird dabei. Ähm, und äh, danke für den Follow und hallo, Damien. Sei grüßt. Ja. Ähm, die nächste Sendung finde ich super. Die gefällt mir persönlich ja sehr gut. Ne? Ach, ich weiß nicht. Aber mach mal. Äh, und zwar. Ach nee, Quatsch, nee, das ist schön, weil die übernächste fand ich gut. Die nächste mhm. ist. Mh, ja. Also bei der Morbid Conjuration ähm, geht es darum, dass der die ähm, Suffocating Grave Tide ähm, hatte bisher ein Casting Level von 7 und jetzt geht es einen von 8. Ja, ist gut gemeint, aber ich glaube, das ist egal. <laughs> ja, ähm, mhm. weiß jetzt nicht. Ähm, acht ist immer noch machbar. Also, die Armeen, die sie rauskriegen wollen, die kriegen sie immer noch raus. Und die anderen Armeen, die weniger Zauber haben, gehen ja inzwischen auch schon auf andere Zauberlehren rüber. I don't ja, know. Ja, eben, weil sieben ist schon, ist schon teilweise. oder hatte die sechs? Die hatte sieben, glaube ich. Ja, also eine sieben ist, ist, schon, ist schon nicht ohne. Und jetzt haben sie da zwei mit acht drin. Und ich ähm, habe schon oft genug gesehen, dass eine acht halt nicht funktioniert, ne? Ja. Aber das ist halt, Gewebe straft halt ähm, alles, was zu viel genutzt wird. Das machen sie immer so. Ja, ja. ja. Ah gut, da kannst du ja die nächste die No nächste, die nächste machen. Ach, darf ich? Okay. Ja. Äh, dann haben wir den Malevolent Maelstrom, die, die kleine Bombe, äh, die nie explodiert ist, wenn der Gegner es nicht haben wollte. Ähm, und zwar dürfen wir jetzt bei der Morbid De äh, Detonation das Ding muss ausgelöst werden, sobald es den Counter auf 6 hat. Das ist ein Unterschied. Tatsächlich war es vorher so, dass man äh, auswählen konnte, ob die explodiert ist oder nicht. Was natürlich ein Schwachsinn bei einer Bombe ist. Wenn die Lunte durch ist, dann ist die Lunte durch. Ähm, mhm. Das ist mir aber tatsächlich jetzt erst beim, beim Lesen aufgefallen. Und da habe ich gedacht, wie, man musste die nicht sprengen. Ähm, yep. Ja, jetzt muss man es. Das, das ähm, ist tatsächlich eine Kannsache gewesen. Und das fand ich halt auch so, wo ich sage, die lädt sich immer mehr mit Energie auf. Durchs Zaubern oder durch, durch getötete Modelle. Und dann ist er bei 6 und sagt: So, jetzt bin ich voll das warte ich. Und das war auch so ein bisschen antiklimatisch. Ja. Und jetzt finde ich halt, es ist halt auch wirklich für die Beschwörer halt schwierig, weil zum Beispiel, ich kenne sie jetzt tatsächlich, vor allem als sie jetzt gegen Avi zweimal gespielt hat der hat die halt auch als erstes gesetzt. Mhm. Und hat dann ähm, danach die ganzen restlichen Zauber mit Nagasch gemacht. Dann war die natürlich in Runde 1 voll. Ja. Und konnten, dann konnte er halt bewegen, wie er möchte. Jetzt ist es natürlich so, okay, sollte er vielleicht nicht machen, weil wenn er das so rummacht, geht dann geht halt alles in bei Ihnen in die Luft. Ne? Ja, ja, genau. Das also, heißt, da muss man halt wirklich die vier besser einsetzen und das finde ich auch in Ordnung, weil die kann schon echt wehtun. Und da finde ich es besser, wenn man da wirklich aufpassen muss, wie man sie einsetzt. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, beim nächsten musst du mir mal helfen, bei den nächsten beiden, weil da haben sie ja die äh, White Form Ability rausgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war das, wenn, dass die, äh, nicht also wenn ein Banish durch ist, dass die nicht vom Feld genommen werden, sondern dass die sechs Mortal Wounds erleiden. Ach krass, und die können jetzt gebändigt werden. Einfach. Die können jetzt beide sofort gebändigt werden, genau. Das finde ich ja nicht schön. Achso, Ach du hast immer mit Ravenex gespielt, ne? Ja, ich jetzt hat er immer mit Ravenex gespielt, aber jetzt, jetzt spiele ich ja jetzt demnächst eben eh mit anderes. also von da ist es in Ordnung, aber. Ja. Ja, gut. Ähm, war wahrscheinlich zu stark, ne? Ja, ich finde die, find die Purple Sun okay, wenn ich ehrlich bin, aber die ist für mich jetzt nicht crazy broken. Also für mich waren immer äh, in der Morbid Conjuration halt vor allem die Tide und allem voran, und das ist das einzige Ding, was hier leider nicht angefasst wurde, sind die Shackles, die super nerven. Ja, die nerven schon, stimmt. Ja. Ja, soviel zu den Ender Spades. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fraktionspaketen. Mhm. Äh, wir gehen aber von oben nach unten durch. Dementsprechend würden wir mit den Blades of Corn anfangen. Ja. Da gab es drei Änderungen. Ähm, drei, nein, nicht drei, doch drei Änderungen. Einmal, äh, ist ja. ja Erst hier ruhig, alles gut. Ja, einmal die Ähm, Die WrathX äh, hat sich dahingehend geändert, dass dieses Hatred's Edge äh, in der Charge Phase auslöst äh, und nicht mehr in der Nahkampfphase. Und dementsprechend soll man die Farbe ändern. Gut. Ja. Ähm, wollen wir einfach pro Fraktion durchrotieren oder? Ja, rotieren äh, wir pro Fraktion einfach durch. Mhm. Äh, dann haben wir den Descent to the Altar. Das ist der. Ah ne, Moment, das ist der Skull-Altar, also das Gebäude. Da soll man im Declare-Step äh, den Ascent to the Altar, also man darf raufgehen zum Altar. Wenn das Terrain-Feature nicht einen Invoker beinhaltet, dann darf man einen befreundeten Korn-Infantry-Priest wählen innerhalb von 3 Zoll und der darf nicht in der Nahkampfphase sein. Ähm, nicht im Nahkampf gebunden sein, dass er da hochläuft. Weil bisher, soweit ich das richtig gesehen habe, mh, durfte der noch aus dem Nahkampf da reinlaufen. Mh. Und äh, das gleiche gilt jetzt auch beim Aussteigen, dass der halt vollständig in 6 abgestellt werden darf und nicht im Nahkampf. Ganz wichtig. Und der ist dann nicht mehr der Invoker. Genau. Ja. Das haben sie erstmal endlich geändert. Früher ging das ja alles noch so. Genau. Ja, das war Korn. Also. Ja, dann Cities of Sigmar. Ähm, äh, Achso, halt. Halt, halt, halt. Wir müssen noch über Punkte sprechen bei Korn. Ach, schön, ja. Ich bin gerade überlegen, das Dokument noch ein zweites Mal aufzunehmen. Da, Blades of Korn. Äh, ihr seht es, es ist alles grün. <laughs> Korn war ja sowieso nicht in so einem richtig guten Punkt äh, oder in so einem richtig guten Gesundheitszustand. Äh, es ist eigentlich alles billiger geworden und ähm, ich weiß nicht, wie viel man jetzt mehr reinkriegt, aber ich denke mal, es werden schon so ein bis zwei Units sein, die wir mehr mitnehmen können. Ähm, ja. Was man drin hat, hat, ne? also, ja. Weil, wenn ich mal jetzt mal gucke, die Blood Warriors sind gleich geblieben, die Blood Letters sind gleich geblieben, äh, Blood Reavers sind gleich geblieben. Ähm, die Flashhounds sind gleich geblieben, äh, Sky-Reapers sind gleich geblieben. Ähm, also tatsächlich, ich glaube, tat jetzt eine neue Einheit kriegst du damit nicht. Also vielleicht, vielleicht, also bei mir, also bei meiner Liste habe ich nichts Neues reinbekommen. Hm, okay. Da hat sich fast gar nichts geändert. Das hängt halt stark davon ab, was du spielst, aber jetzt zum Beispiel ähm, Bloodletters wurden jetzt viel gespielt immer. Ähm, Blood Reavers wahrscheinlich auch zum Opfern. Ja. Das Slaughter Priest, Priest ist auch gleich geblieben. Also, ich habe. Ja, der, gut, der Real Gold Gold Ritualist, dass der günstiger geworden ist, finde ich ganz cool. Scarrant ist günstiger geworden. Okay, hast du ja da 30 Punkte vielleicht gespart, je nachdem, wie du das aufbaust. Ja. Ähm, die normalen Bloodthirster... Ähm, sind alle gleich. Sind alle gleich, auch noch gleich. Also. Ja. Ich glaube nicht, dass du dann eine neue Einheit groß mit reinkriegst unbedingt. Also kommt darauf an, wenn du vielleicht noch ein paar ein bisschen was übrig hattest beim Lispenbau mit irgendwie vielleicht 30, 40 Punkte übrig hattest, dann kriegst du vielleicht nochmal irgendwie eine, eine Truppe Hunde mit rein jetzt. Ja. Aber ja. Ja, okay. Also ich glaube auch, das wird Korn nicht aus der Versenkung holen, wo, wo sie herkommen. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ähm. ist Ehe Entweder sind sie eine Versinkung oder sie ähm, reiten auf der, auf der Blutwelle. Also eins von beiden ist ja meistens irgendwie. Ja, das stimmt. Ups. Oh, was habe ich denn gemacht? Eieiei. Ei, ei. So getan. Ich habe aus Versehen mein PDF-Dings geschlossen. So. Ähm, ja, bitte. Cities of Sigma. of Sigma. Ähm, aber im Prinzip nur. Neu ist das, was bei den Freeguild Fusiliers und den Hammerers ist. Ne? Also, weil mhm. das andere ist, anscheinend schon. Ja, die haben jetzt den der Effekt, ändert sich von denen der Fusiliers Fire Und zwar ähm, klingt der jetzt folgendermaßen: jedes Mal, wenn diese Einheit eine Schussfähigkeit ähm, ähm, einsetzt ähm, und sie in der Fortified-Position ist, kann sie sich entweder die ähm, Range Weapon Profiles für alle Attacken aussuchen. Ähm, ja. ja, Egal, genau, es könnte können sich die Range Weapon Profiles aussuchen. Wenn es nicht in der fortified position ist, muss es die mobile weapon characteristic aussuchen, äh, mhm. nutzen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt vorher war, weil ich mich mit Cities nicht äh, auskenne. Vorher war es so, dass dir die Fähigkeit vorgegeben hat, welches Profil du nehmen sollst. Also wenn du halt in einer fortified Aha. position bist, dann hattest du das mit mehr Reichweite und stärkere. Und wenn du dich bewegt hast, dann hast du das mit mehr Schuss gekriegt. Und jetzt ich, finde ich aber gut, dass sie das jetzt so geändert haben. Ja weil macht doch Sinn ich meine wenn du weil du Fortified bist heißt ja nicht dass du nicht die äh, anderen äh, das andere auf dem nehmen kannst andererseits wenn du mobil bist dann kannst du natürlich nicht die äh, Range nehmen weil du nicht die, die Möglichkeiten hast gut zu zielen Genau. finde ich finde ich finde ich sinnvoll ja und ansonsten die Hammerers haben jetzt anscheinend endlich in Champion Musiker und Standardträger bekommen <laughs> die haben es anscheinend vorher irgendwie oh, immer im, äh, in der Clan-Halle vergessen <laughs> Ich glaube einfach, sie wollen die jetzt nochmal richtig geil buffen, damit die Leute denken: Oh shit, ich glaube, ich brauche die. Und dann kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder äh, wie auch immer, kommt der Battleturm und dann, ha, da sind alle eure Zwerge weg. Oder halt einfach vergessen, dass die sowas haben. Also. Ja, ich würde sie mir nicht mehr kaufen. Sie sind super stark, meiner Meinung nach. Aber ich würde ja, sie auf gar keinen Fall kaufen. Punkte technisch hat sich bei den Cities tatsächlich sehr wenig getan. Ja. Was auch nicht nötig war, in meinen Augen. Nö. Der Dreadlord äh, ist günstiger geworden, 20 Punkte. Die Sorceress und der Steam Tank Commander 20 und 30 Punkte. Die landen um 10. Der Gyro Bomber und der Gyrocopter jeweils um 20 Punkte, also und Charybdis 20, L Luminar. Ja, Steam Tanks also. runter. Steam Tanks, okay, das, das ist wieder. Warum sind die jetzt um 10 Punkte günstiger geworden? Die sind nicht mehr ganz so oppressive wie früher. Mhm. aber sie sind schon immer noch gut, muss ich sagen und ähm, ja ich weiß nicht, ich finde da kann man was mitmachen. also 10 Punkte und der Commander ist ja auch billiger geworden, wenn ich das richtig gesehen habe Steam 10 Commander genau, ist 30 Punkte runtergegangen äh, sind 30 und noch mal 40 Punkte, Spaß 70 Punkte christen einen kleinen Helden vielleicht wieder mit rein ja, gut. Ähm. Weil, also ich meine, es war es, ist, war es für die Cities notwendig, dass sie noch einen kleinen Helm mit reinkriegen? Nicht zwingend, aber es, also es schadet ihnen jetzt auch nicht, sagen wir es so, weil äh, Cities momentan sind zwar okay, aber die schlagen sich jetzt auch nicht mega krass. Okay. Und die haben halt auch einfach, das muss man dazu sagen, einfach einen brutal langweiligen Spielstil, ne? Mit diesen Scheißkanonen. <laughs> Stumpf ist Trumpf für euch immer wieder. Es ist super langweilig, wirklich. Du stehst in deinem Kasten, du ballerst, du gehst auf irgendwelche Missionsziele und hoffst, dass der Gegner dich nicht irgendwann überrennt, weil du ihn so lange mit Pferden flutest, bis du das Spiel gewonnen hast. Es ist so lahm, wirklich. Hm. Aber effektiv. Hm? Dann kannst du das die Dautos machen? Genau, Daughters of Kane haben sich, hat sich die Shadow Patrol geändert mit dem Shadow Path. Das ist ein Teleport, dass sie den einmal pro Spielzug in, der, in unserer Movement Phase. Das war damals äh, meines Wissens nach ähm, in any Movement Phase. Ja. Und genau, genau äh, das Core-Keyword verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Achso, weil es ein Movement ist, dass es eine Core-Fähigkeit ist. Also es gibt jetzt viele Möglichkeiten, wie bei BelaCore zum Beispiel, das zu verhindern. Ja. Ja. Ja, macht Murathi auch schon deutlich verwundbarer, ne? Also, wenn die nicht mal eben teleportieren kann oder so. Ja, definitiv. Ja. Ansonsten, mich nervt das jetzt schon mit dem Spulen hier, mit den Punkten. Alter. Ähm, wo sind sie denn? Daughters, da hat sich nicht so viel getan. Avatar of Kane 30 Punkte runter, ist relativ viel. Ich finde den aber auch nicht, nicht so krass. Der Bloodrack Shine 20 runter, Kretusa 20 runter, 10 für die Sisters of Slaughter und 10 für die Witch-Elves runter. Ja, Kinerai Lifetakers auch 10 Punkte runter. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, das wird die äh, Daughters of Kane-Spieler nicht daran hindern, weiter die, die Schlangenliste zu spielen. Weil die schon echt gut ist. Die ist schon wirklich gut. Gewinnt ja jetzt auch in letzter, letzter Zeit einige Turniere. Bin ich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Also nee. Die sind halt wirklich gut. Morathi ist halt auch immer noch so ein Piece, da musst du mit klarkommen. Und wenn du einen Gegner ziehst, wenn du ein bisschen Glück hast, einen Gegner ziehst, der nicht mit Morathi klarkommt, dann kannst du dem so den Tag verhageln damit. Absolut. Ja. Ich kann, also ich habe ja einmal in der neuen Edition gegen Morathi gespielt. Mhm. Ähm, ja. die, ist schon, die ist schon, also da hatte ich auch noch Bela gespielt tatsächlich. Das hat mir dann in dem Fall auch den Arsch gerettet. Ja. Ähm, weil ich das dadurch geschafft habe, sie einmal halt aufsetzen zu lassen, beziehungsweise ich glaube insgesamt zwei ähm, bei Turns aussetzen zu lassen. Und dann hatte mein Demon Prince genug Zeit, sie zu töten. Ja. Also, weil sie, sie hat ja nicht viel Lebensmittel, du brauchst halt nur die Zeit und sie lässt sie dir halt nicht, weil die einfach mal zuhört wie ein D-Zug, ne? Ja, ja, genau. Also, die ist, die ist schon nicht ohne die Frau. Die ja. hat auch mit einem, mit einem Angriff, hat sie, glaube ich, fast meine kompletten Chancen zerfetzt. Ja, ich finde, die ist auch Stand jetzt die stärkste Gottheit im Spiel. Einfach, weil du sie nicht wegkriegst. Ähm, ja. Wobei, können wir nachher noch drüber sprechen, ob wir noch eine andere sehr starke Gottheit inzwischen haben, aber meiner Meinung nach Morathi die stärkste Gottheit im Spiel. Ja, Zinsch! Zinsch, ja, darf ich? Ja. Und zwar, ich habe mich gefreut wie äh, ein kleiner Cola-Keks, weil lustig ist, wir hatten gerade, ich glaube, denselben Tag oder einen Tag vorher hatten wir bei, äh, bei uns, bei einem Chat, darüber, über genau diese Fähigkeit geredet. Und zwar äh, Quenching the Flames. Bzw. Burning Wild Flame. Ähm, das ist jetzt so, dass ähm, du W3 Mortal Damage auch für jede brennende Einheit und Faktions- -ter Terra äh, machen kannst. Mhm. Und was jetzt aber vor allem wichtig ist, und zwar ist der, wenn, wenn man die löschen möchte, heißt der neue Text, wenn er eine Fähigkeit, ein Heilen oder getötete Modelle zurückholen würde, zu einer brennenden Einheit, Manifestation oder Terra-Feature, heilt das nicht oder bringt keine Modelle zurück, sondern es brennt nicht mehr. Genau. Und das ist wichtig, weil vorher hieß es so, wenn eine Einheit eine Fähigkeit nutzt, die sie heilt oder Modelle zurückbringt. Genau. Und das war nämlich deshalb wichtig, weil er dann zum Beispiel sowas wie King Brot, der mit seinem Gebet andere Riesen heilt, da konnte er die heilen, aber die brennen weiter. Genau. Und jetzt ist es so, nee, sobald die geheilt oder ähm, was zurückbringen könnten durch irgendeine Fähigkeit, ähm, kriegen sie es nicht, sondern sie brennen einfach nicht mehr. Genau. Sie haben es jetzt halt angepasst an Nörgel, ne? Jetzt haben sie den gleichen Textkorpus, sag ich mal, ja. wie bei Nörgel. Genau. Also ist halt auch wichtig, ne? Weil ähm, bis jetzt konnten, konnten zum Beispiel dadurch die Sobrites immer noch ihre Zombies zurückholen. Klar brennen die dann weiter. Mhm. Aber ähm, die nutzen ja die Fähigkeit nicht selber, sondern die wurde ja auf die angewandt. Ja. Jetzt können sie es nicht mehr. Jetzt können auch die, die Untoten ihre ähm, kleinen Diener nicht mehr zurückholen, solange die brennen. Macht die Fähigkeit natürlich gleich deutlich schwächer, weil jetzt halt auch sowas wie ein Rallye und sowas das wegnimmt, ne? Findest du schwächer, weil ich finde, ähm, ähm, das tut dir schon weh, ein Rally dafür zu benutzen. Ja. Weil es ist viel besser, ein... schreibt Micha ja gerade. Ja. ja, ich okay. finde sie auch viel besser gerade ehrlich gesagt, weil ähm, ein Rally zum Beispiel ähm, tut, dir schon, tut dir schon weh, dass du den dafür nutzt. Das ist ein Befehlspunkt. und das sind einfach mal vier, also du sechs Würfel und dann jede vier würde ja was heilen oder zurückbringen. Nach dem, nach dem ja, Moment aber du hast halt viel mehr Möglichkeiten, das jetzt zu entfernen, weil früher, welche Einheit kann sich denn selber heilen? Das waren die wenigsten. Ah, die hat sich, ah, man kann sie jetzt nicht mehr auf 1 und 2 löschen. Ah, ich verstehe, okay. Mhm. Genau. Ich verstehe. Ja, dann ist sie deutlich stärker. Ja. Genau. Also jetzt, jetzt kannst du halt sagen, okay, hier, also früher war, musstest du halt sagen, okay, wenn du die Mortals machen möchtest, dann passiert es aber auch, dass die auf eine 1 und 2 gelöscht wird. Ja, ja, okay, verstehe. Und das, das machst du halt jetzt auch nicht mehr. Also, früher, das hast du früher nicht gemacht, weil da hast du hast gesagt, gut, dann nutzt du die Fähigkeit halt nicht mit den Mortals, weil bevor die sich auf die 1 und 2 löschen, die Flammen, das ist doch doof. Ja, ja. Deswegen. Nee, dann, dann verstehe ich das, absolut. musst du die auch machen, keine Wahl. Sicher, mich, sicher. Mir war so, als wenn da stand Ken. Na, wir können Aber es leider ja, nicht mehr sehen, das ist das Problem. Jetzt, also gut, es ist, äh, ich habe jetzt auch gerade keine, nicht, nicht mehr die alten ähm, Wordscores noch irgendwo. Ich gucke gerade mal in meiner, in meiner Bücherei, mach mal weiter, ob ich den alten siege index noch ähm, drin habe. Ich glaube nicht. Ich hab's, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ich, hab ich, hab ich mache ihn kurz auf, und zwar. Äh, so. Ja, genau, weil es ist nämlich eine Fähigkeit. Once per turn, end of any turn. Roll a d3 for each burning enemy unit. Um, uh, da, 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 da. Weil wenn es eine Fähigkeit ist, die ja nicht passiv ist, musst du die nicht unbedingt verwenden. Oder bin ich auf dem? Um, once per turn, end of any turn. Roller D3 for each burning enemy unit. Only 2 to 3 inflict amount of mortal damage. Ah, ich weiß nicht. Nee, es hat keinen Declare. Genau, deswegen, ich glaube, dass es so wie David sagt, dann musst du nicht wählen. Deswegen war das ja, ist das nicht das gleiche Wording wie bei dem alten Slanisch, äh, bei der alten Slanisch-Armeefähigkeit, dass du eben die mit, die, 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 die Armeefähigkeit hast, aber du musst die, die, äh, Slanisch-Würfel nicht rausgeben? genau eben du musst die ja nicht rausgeben du kannst dich ja entscheiden ob du ob du dir genau ich, ich glaube glaub, nämlich kann. auch aber ist ja jetzt auch wurscht ähm, weil jetzt nutzt du die einfach auch weil du hast, du hast dir fehlt ja jetzt nichts daran, daran genau da. also ist okay jetzt ähm, machst du einfach wieder mortals und die brennen halt immer noch weiter was ich halt auch deutlich besser finde burn baby burn genau das ja genau so Ja, Chaos okay. ähm, Moment, ganz kurz, jetzt bin ich hier irgendwie verwirrt. So also verwirrt als sonst. Ähm. So, Chaos Ja, die einzige Änderung beim Chaos Spawn, ach so, nee, halt Spellor. Ah ja. Ähm, da muss man die Clear Step ändern von Sheet of Fate. Und zwar ähm, klingt es jetzt so: Pick a friendly Disciples of Teenage Wizard to cast the spell, also befreundeter Teenage ähm, Wizard. Und der sucht sich eine sichtbare befreundete Disciples of Zin Einheit aus, vollständig in der von 18 Zoll, um das Ziel zu sein. Und dann machst du den Casting Wall auf, von 2W6. Ja, Früher ja. war es andersrum, oder wie? Früher war es, wo haben wir das? Wie hieß der? Ähm, wie hieß jetzt auch jetzt nochmal? Uh, Shield of Fate. Also, pick a friendly set to cast a spell, pick a visual, uh, friendly unit. Ah, Friendly Unit. Ah ja. ja. also das heißt, wenn du den halt irgendwie mit reinbekommen hast, dann könntest du den dann natürlich auch wieder deiner befreundeten Einheit machen können. Nee, ich weiß schon, ich weiß schon worauf ist. es hinausläuft. Das kannst du jetzt nicht mehr auf das Regiment of Renown von Nurgle machen, genau. damit die noch zäher werden. Genau, das funktioniert ja. jetzt nicht mehr. Haha. Das ist natürlich eine ähm, wichtige Änderung. Ja. Und der Chaos Spawn. Da ist es im Prinzip jetzt neu, dass du den auch tatsächlich während der Deployment Phase ähm, aufstellen darfst. Ja, So gute Änderung auf jeden Fall. We will change the design notes to: um, If deployed, using this ability, this unit can only be set up on the battlefield using the Transform Spawn spell. Oder habe ich das fast falsch gelesen? Mark spawn. So. Hier ist die ähm, Twisted Fate Ability. Nee, ich glaube, es ist hier nur noch mal eine Klarifikation, dass du halt der, die alte Designer Note hätte wahrscheinlich die Interpretation zugelassen und die neue korrigiert das jetzt, dass das eben jetzt ganz klar ist, wann du den aufstellen darfst und wann nicht. Okay, gut. Weil hier mhm. steht ja Change the Designers Note to. Ja, genau. Ja. Mein Vorschlag ist, wir gehen die Punkte zum Schluss durch, weil ich habe keinen Bock, jedes Mal hochzusuchen und dann wieder runterzusuchen. Ja, du, es ähm, ist, ist für mich in Ordnung. Ja. Genau. Ähm, ja, Zinsch. Äh, einige Änderungen hätten vielleicht ein bisschen härter sein können. Ähm, weil Zinsch war ja schon sehr stark jetzt zum Schluss. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ähm, Gerade auch mit der Änderung am Brennen. Ähm, wir werden sehen. Dass ich. Ja, ich. ich hm. Ich finde Zienge aber nicht so schlimm, dass man da unbedingt was hätte machen müssen. Weil man muss dazu sagen, dass ich tatsächlich eigentlich Oh, ich sehe gerade, wir sind noch nicht fertig. Ja. Ich eigentlich muss ich sagen, ja, das Wichtigste kommt für Zienge noch, dass ich mir für Ziench tatsächlich gewünscht hätte, dass sie da noch eine Einheit angefasst hätten. Zum Beispiel die Pink Horrors und die Blue Horrors, dass die Shoot und kriegen. Weil ich. Die sind im im Schießen jetzt nicht so heftig. Nee. Und es tut Zinch regelmäßig weh, wenn du ähm, die Einheiten von denen im Nahkampf hast. Ja. Ja, die sind keine Nahkämpfer, natürlich, sollen sie auch gar nicht sein, aber die sind Zauberer und so ein bisschen Fernkampf. Und da ist es halt echt doof, dass so gerade, wenn ich überlege, die, die Horrors, die schmeißen ihre magische Flamme aus den Händen. Das macht halt auch einfach Sinn, dass sie Shoot im Combat haben. Und das finde ich tatsächlich, das ist ein riesiger Schwachpunkt bei Zinch und da finde ich, hätten sie ruhig ähm, den Shoot im Combat geben können. Ja. Was, mir auch, gemacht hätte. ja, was mir auch ein bisschen fehlt, ist, dass vielleicht eine Anpassung an Skyfires gekommen wäre. Mhm. Äh, weil die auch sehr, 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 sehr viel äh, präsent sind in den Zinschlisten. Aber gut, haben sie, haben sie <laughs> nicht so befunden. Ja, gut, also da kann man sich eh teilweise über die Punkte, können wir uns mal echt streiten, teilweise, was sie da gemacht haben. <laughs> Oga. Aber äh, <lacht> <lacht> Stormcast. Ähm, auch, ja. Burning Sigil of Sinch. Das haben sie angefasst. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich aber dazu trotzdem. Ach, habe ich das jetzt nämlich nicht zugemacht? Ich möchte gleichzeitig mal das andere angucken, weil. Jetzt auch nicht alles also Alte angucken. Weil ja. Robert hat vorhin gesagt, dass das ist ja jetzt voll, oder hat er gestern gesagt, dass das ist ja jetzt voll cool. Und ich muss zugeben, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ah, uh, oh, das ist wirklich mega geil. Alter Falter. Okay. Ähm, und zwar bei of Siege ähm, hat sich im Prinzip komplett geändert. Mhm. Sagen wir mal so 50 geändert, weil da haben ja, die etwas dazugekommen. Ähm, zum einen passiert die Fähigkeit von der Radiant Transmogrification. Ähm, mal kurz gucken. In, der, in jeder Hero Phase und nicht mehr in jeder Movement Phase. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Mhm. Und. Die Reichweite ist aber gleich geblieben, gilt auch sowohl immer noch für Freund und Feind, immer innerhalb von 9 Zoll, nicht vollständig innerhalb, sondern innerhalb von 9 Zoll. Also ist schon eine ganz gute Reichweite, finde ich. So, und dann würfelt man zwei Würfel und sucht sich einen der beiden ähm, Ergebnisse aus und dann, dann gibt man das der jeweiligen Einheit zu, jeweils Freund oder Feind. Bei einer 1 passiert nichts. Bei einer 2 bis 3 kannst du bei einer, ähm, kriegt eine befreundete Einheit plus 2 Move, eine genische Einheit kriegt minus 2 Zoll Move. Geil. Bei einer 4 kriegen befreundete Einheiten plus 1 zu Hit, genische Einheiten minus 1 zu Hit. Bei einer 5 plus 1 zu Hut für befreundete, genische minus 1 zu gut. Bei einer 6 ähm, eine plus 1 auf die Attack characteristic für befreundete und generische Mod W3 mit Damage. Mortals. Das ist mega cool. Das ist sehr, sehr stark, ja. Das stellst du in die Mitte und irgendwo, irgendwo da, wo es irgendwie rumst und sagst so, okay, dann würfelst immer. Und du kannst einfach mal, während du dich verstärkst, die Gegner enorm schwächen. Sehr, sehr gut. Also da würde ich auch, äh, was, du, weil du ja vorhin sagtest, ähm, die werden jetzt wahrscheinlich mit den Zinsch-Zaubern spielen. Ich ja. sehe jetzt warum. Ja. ja, absolut. Also die sind, das ist mega cool. Gerade mit dem Vergleich. Also vorher hast du halt nur äh, 1 bis 2 keinen Effekt gehabt. Auf der 3 minus 2 auf dem Move für äh, auf den Move. Minus, äh, auf der 4 minus 1 zu Hit. Auf der 5 minus 1 zu Wound. Und auf der 6 gab es äh, wie drei Mortals und dann nochmal plus eine ähm, Attacke extra. Aber für Freund und Feind. Mhm hast du dich selber enorm auch beschnitten mit. Und das hast, das ist jetzt so, dass du sagst: Ja, nö, also Zinsch achtet schon darauf, dass er seine eigenen gute Wege mutiert und nicht irgendwelche komischen Absurditäten. Mhm. Ja, doch, finde ich gut, gefällt mir. Stark. Also, ich glaube, dann werden wir jetzt auch Zinsch wieder noch mehr sehen. Ähm, mhm. Waren ja, wie gesagt, jetzt zum Schluss sowieso schon sehr gut. Ähm, ja. Also, jetzt, waren gut vertreten. Ja, jetzt, wo Nighthorn wahrscheinlich auch deutlich runtergeht. Was heißt deutlich? Oder die gehen runter, so. Ja, sie wird ähm, ein bisschen weniger Bettlaken sein, das stimmt. Ja, finde ich auch gut. Scheiß-Reaktion. Groß geht raus an Ola. <laughs> ähm, okay. Ja, Zinsch. Dann nochmal die Flash-Eater-Cords. Und da hat es mir ein bisschen leid getan für die ganzen Flash-Eater-Spieler. Es hat sich nicht viel geändert. Äh, mehr Zinsch, Luminous liebt diesen Trick. Ja, das glaube ich. Ähm, ich hatte mir echt gehofft, dass die ein bisschen mehr kriegen, weil äh, Flash-Eater sind momentan halt wirklich Schmutz. Ähm, ja, also das Einzige, was sie gekriegt haben, war nochmal eine Klarifikation, genau wie bei dem Kornaltar, dass es eben nicht aus dem Nahkampf genommen werden darf und auch nicht wieder in den Nahkampf gestellt werden kann. Plus einige, das mache ich jetzt gleich an der Stelle, plus einige Punktanpassungen, die meiner Meinung nach nicht erwähnenswert sind. Das heißt, die Armee wird einfach da bleiben, wo sie ist. Das muss man leider so sagen. Also, da bei Flash Cheater wird sich nicht groß was ändern, weil da hätte deutlich mehr passieren müssen. Das stimmt. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, äh, wie stehen die denn eigentlich gerade da insgesamt? Äh, 34 Prozent. Ist die vorletzte Fraktion vor äh, Iron Wie Dafür, dass sie halt in der letzten Edition dann zum Schluss doch ganz gut waren, haben sie ja gerade scharf geboten ne? Ja. Krass. 34 Prozent ist schon arg wenig. Das tut mir auch ein bisschen leid. Das ist wirklich, wirklich ähm, sehr wenig. Also so 40 bis, bis 44 wäre immer schon schön, ne? Also, ja. Niemand mit, mit, nimmt mir meinen Garbage weg. <laughs> nee, das Problem, was ich halt sehe bei Flash Eatern, ist, dass du viele Fähigkeiten hast, die cool sind. Das Problem ist, dass andere Armeen ähnliche Fähigkeiten haben und da sind sie besser. <laughs> die was kennen das. Ja, ja. <laughs> ja, Fireslayers, ja. du darfst die Zwerge nehmen. Ha, habe ich gedodged. Äh, ja, gut, okay, da ist nicht viel. Ne? Da hat sich nur der ähm, Auric Runeshand auf Magmaloth geändert. Da ja, erinnert ähm, man den Effekt von Vying for Glory. Ähm, jedes Mal, wenn der. Ähm, äh, genau, wenn diese Einheit einen Monster zerstört, kriegen die plus 1 auf ihre attack für die Ancestral mhm. Für den Rest der Stadt. Und das, das kann halt ja. sticken. Die Ork-Boss-Fähigkeit haben sie jetzt nochmal bekommen, ne? Ja, also. Ja. Auch da. Also, Fireslayers sind okay Die sind irgendwo im, im unteren Mittelfeld. Ähm, geil wäre es, wenn die mal Regeln kriegen. <laughs> also diese Once per Battle-Dinger da, ne? Da kannst du mich jagen mit. Obwohl ich die also, Armee an für sich cool finde. Also am Sonntag ähm, Fire Slayer gegen Stay to Darkness, ne? Ja. Und ich muss sagen, ich, ich habe Respekt vor diesen kleinen Rasenschmuck. Ja, Weil wenn man nicht aufpasst, stolpert man über sie, ne? Also das die, die können erstaunlich wehtun, muss man halt wirklich sagen. Also, ja, ja. Wenn, wenn man die spielen kann. Also ich finde die, ich finde die in Ordnung. Ähm, die haben die jetzt, ich finde, dass sie jetzt sehr arg beschnitten haben mit, dem, mit der neuen äh, Edition, ja. dass die teilweise halt noch einen Sechser ähm, safe haben und ähm, den Sechser Retter oder was. Die sind halt Potten langweilig. Ja, also die also was mich tatsächlich bei den stört, ich finde die eigentlich cool. Mhm. Äh, was mich so aus aus ähm, Sammler und Bastler und Malersicht stört. Ich habe da vier, fünf verschiedene eine auf dem Feld und die sehen aber alle gleich aus. Ja. Und das finde ich halt schade daran. Aber so von den Regeln her finde ich die eigentlich in Ordnung. Also wenn man man muss die halt gut im Kopf haben, dass man weiß, wann man welche Run zündet am besten. Und dann überraschen dich die kleinen... Ja, ja, die schlagen gut zu. Ja, ja. Und, und da kann man auch kurz sagen, die sind nicht teurer geworden, da sind ähm, die Helden günstiger geworden, der genau. Ist um 10 günstiger geworden, der Magmadorf um 20, also der Rune Smite of Magmadorf, der Rune Sun um 10, Battlesmith um 10, Doomsticker um 20 und der äh, Exile um 20. Also ähm, auch wahrscheinlich nicht so, dass du sagst, wow, ich kann mir jetzt noch einen neuen äh, Trupp Vulkite Berserkers reinmachen. Ja. Ähm, aber ich glaube, also ich, äh, unter anderem, weil GW jetzt gesagt hat, die wollen uns jetzt monatlich die ähm, Sachen rausbringen, dass sie deswegen so eine Babysets machen dass sie jetzt so ein bisschen gucken, okay, machen wir da mal ein bisschen günstiger, da mal ein bisschen teurer ähm, und dann gucken sie mal, wie sich das immer entwickelt. Ganz ehrlich, das finde ich auch gut, weil ja, wir kennen... Hm? Lieber, vorsicht lieber, lieber vorsichtig, ähm, ja. monatlich immer ein bisschen vorsichtig ändern, als wenn sie einmal im ein Vierteljahr Tabula rase machen und alles anders ist. Genau, ich wollte gerade sagen, wir kennen das ja, ne? also dass man einmal draufhaut und dann, ups, das war zu viel. Ja, naja, in einem halben Jahr kriegt ihr so ein bisschen was zurück. Ähm, nee, ist schon gut so. Genau. Ja. Aber niemand, äh, kurz alternativ zu regeln sind halt auch Modelle. Okay. Nighthound, das Grüßen mit den gleichen Einheiten. Ja, genau. Bei Nighthound ist auch das gleiche, dass die halt alle sehr ähnlich aussehen. Ne? Deswegen fand ich die einzige Einheit, die ich von, von Nighthound cool finde, sind die neuen Pierre Die sehen mega aus. Hm. Ja, Gut, dann lass wir die, die, die Gitze machen. Geht's, 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 geht's. Ja, zwei kleine Änderungen. Eine davon, die können wir gleich für alle Destruction-Armeen nehmen, quasi. Die erste ist, der Web-Spinner-Shaman hat jetzt eine Kontrollcharakteristik von zwei. Yeah, damit ist er einfach trotzdem Webster-exklusiv und ist für mich ein gestorbenes Modell. Sorry. Ja. Ich glaube, den wird man noch nicht spielen. Also der Madcap-Shaman ist so viel besser in allen Belangen, dass man den Webspinner nicht mitnehmen wird. Vielleicht irgendwie in Kampagnen spielen oder so, wo man dann äh, eine spinnendelizierte Fraktion spielt oder so. Aber den wird man nicht sehen, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Mehr Squigs für alle. Party hard. Jawohl. Wenn ähm du Spinner dann kannst du mal schreien, Spinner! Spinner! Genau. <lacht> <lacht> genau. Und ein Modell, wo es mir komplett die Socken ausgezogen hat, was sie mit dem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob irgendjemand... Richtig geil auf Krakenhaus ist, wo der sich denkt: Ach, guck dir diesen Pferdearsch an. Ähm, mm. 100 Punkte runter. Ich glaube, das ist, das ist eine Punktezahl, die haben wir noch nie gesehen bei Age of Sigma. Er 100 Punkte hoch, glaube ich, aber nicht 100 nee, Punkte. Auch das nicht. Ich könnte mich nicht erinnern, dass man irgendwo. Doch, stimmt nicht, ist gelogen, Katakross, Als der mm. Bone Reaper -Code, äh, Battleturm letztes, äh, letztes Jahr. Letztes Jahr kam, genau. Anfang letzten Jahres. Ähm, da ging ja Katakross dann, ich glaube, auch 100 Punkte hoch. Aber. 100 Punkte runter und, und das ist meiner Meinung nach auch eine fantastische Änderung, obwohl die Leute da auch schon wieder weinen, was ich nicht verstehe. Äh, seine End of Empires Ability ähm, ist, dass äh, jetzt in der Charge Phase und in unserer Charge Phase, also früher war es ja auch im Counter Charge, dass die ausgelöst wurde, das ist jetzt nicht mehr so. Aber für den Rest des Zuges bekommen wir plus einen Würfel, wenn wir einen. Casting, äh, wenn, wenn wir einen Charge-Roll machen bis zu einem Maximum von drei, wenn wir vollständig in 12 Zoll starten. Soweit, so gut. Aber dadurch, dass der zu 100 Punkte billiger geworden ist, können wir den jetzt in fast alle Destruction armeen reinquetschen. Ich habe jetzt schon hin und her überlegt, ich werde jetzt demnächst mal 12 Trolle, äh, Kragnos und den Rest haufenweise G äh, äh, Goblins of Squigs ausprobieren und das einfach ein alles Ekel. in den Gegner jieten. Also, das ist schon hart ekelhaft. Oh, was ist jetzt los? Was denn? Meine Airpods haben sich gerade verabschiedet. Moment. Ja. Sag mir nicht, die sind leer. Wie viele Squeakert und Kragnos -Krag ist gut. Naja, Kragnos und dann halt so viel Squeakert, wie reinpasst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Anzahl. Ah, shit, meine Airpods sind leer. Warum das denn? Scheinbar habe ich die nicht richtig getrunken. Tja. Hörst du dich gern. doppelt oder hör, hört ihr David doppelt, wenn er spricht und die, der Ton über meinen Mac läuft? Also werden wir es mal sehen, ne? Ne, schlägt nicht 150. aus. Sehr schön. Dann, dann lassen wir es so. Also, also 150, okay. <laughs> ja, genau. So sieht aus. Ja. Ist gut. Ja, ja, genau. Also ich. Geil. Also ich, ich mag Kragnos auch sehr. Ich habe den ja früher auch. Äh, früher. Dritte <laughs> Edition mit meinen Ogern sehr gerne gespielt. Äh, ja, ich habe ihn hier stehen. Er ist voll, vollständig bemalt. Dementsprechend. Aber das ist kein hübsches Ding, aber gut, hilft dann. Ja ich finde den cool. Echt? Findest du den nee. nicht hübsch? Überhaupt nicht. Also, ich hätte mir unter so, so einem Gott Zerstörung, äh, als ich den gesehen habe, dachte ich so: ah, okay, ist ja Beast of Chaos. Hm. Ich finde den, also wirklich, ich, also, der gehört neben Catacross neben zu den Hessis Modellen. Was? Nein. Doch. Ey nein, Schweinekörper, auf jeden Fall. Und dennoch, und dann passt wenigstens das Gesicht dazu. Pygnos. Pygnos. Wohl. Ja, genau. Ja, äh, nee, aber wie ja. gesagt, Katakross, Kata 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 ja. Äh, Kragnos-Änderung für mich krass. Also, ähm, ich finde gut, dass du das geändert haben, dass du jetzt nicht mehr den Counter-Chart das nutzen kannst. Ja. Ähm, bin aber der Meinung, 50 Punkte Änderung hätte auch gereicht. Äh, ja. Also ich, ich war doch arg überrascht, dass sie ihm gleich 100 Punkte. Also jetzt mal ehrlich, 100 Punkte. Das ja, heißt das ja für cool. mich, die haben komplett vorbei designt an ihm, ne? Also das, das war halt so, hä? Ja, es ist, ist sehr, sehr seltsam. Mimi, nee, nicht, nicht, Mimi, Du, versteh mich nicht falsch. Ich liebe Kragnos, wie gesagt, ich mag das Modell total gerne. Ich kann nur nicht ganz nachvollziehen, warum. Lager ist voll. Ja, das, das mag sein. Das will ich nicht. Alter, meine Maus hat sich auch verabschiedet. Was ist denn jetzt los? <laughs> Die Hacker sind da. Ähm, Oder irgendwas. Ah, warte mal, mein Handy liegt hier wieder neben mir. Stört denn, das. Dann nicht? ich mal schon mal Druck zu Druck? dem Hinno-Slanesh. Ja. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Änderung, weil Slanesh fand ich jetzt ähm, mit der Edition 4 aktuell hat einen sehr schwierigen Start, weil einfach der Index von den irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich rüberkam, fand ich. Manche einer möchte Scheiße sagen, aber ja. Ich wollte, ich wollte es nicht so, so, so reingreifen in den Top. Aber ja, im Prinzip scheiße war. Und jetzt mit der neuen Änderung finde ich sie deutlich, deutlich, deutlich interessanter, muss ich sagen. Weil mit den Temptation Days haben sie geändert. Und zwar jedes Mal, wenn dein Gegner einen Temptation Dice benutzt, muss er rollen. Das war das ja bisher auch so. Mhm. Und, und auf eine 1 bis 2 hat er bisher einfach nur W3 Mortals bekommen. Und das hat, war ja so: bisher so, naja, gut, okay, ist, das äh, tut jetzt nicht so weh. Aber jetzt ist es so: bei einer 1 bis 2 wird dieser Wurf, ähm, äh, also dieser Wert, ähm, ersetzt, damit die 6 von dem Temptation da ist. Und er kriegt W3 Mortals, die er nicht warten kann. Ja. Und das ist halt schon heftig. Also da überlegt man schon mehr als Lanisch mal zu überlegen, okay, dann mache ich vielleicht doch meine drei Würfel, die ich denn nutze, dass ich, mein, dass ich drei Einheiten buffen kann. Und dadurch ähm, kann der Gegner zwar theoretisch mit zwei Sechsten einen Countercharge von zwölf Zoll schaffen, oder halt andere größere Charges mit zwölf Zoll schaffen, weil er zwei Sechsten hat, aber kann auch genauso gut passieren, dass er dann da steht auf sieben Zoll Entfernung und dann sagt er sich so: Okay, ich nutze jetzt die beiden Temptation Dice und ähm, würfelt bei beiden eine 1 bis 2 und dann kommt es auf einmal nur 3 Zoll weit oder so. Ja. Und kriegt das für noch zwei oder wie 3 Mortals vielleicht. Also, das ist jetzt auch für den Gegner ein größeres Gambling, weil der war sonst hätten sie gesagt: Naja, du, also weder Mortals, die meisten Einheiten, also viele Einheiten halten bei wie 3 Mortals aus. Das, das tut nicht so weh. Aber dann auch noch den Charge zu verhauen, den man vielleicht mit einem normalen Würfelwurf geschafft hätte. Ja. Ähm, ist doch eine ganz andere Geschichte. Ja, also es, man wird, ich weiß nicht, wie, wie stark der Impact davon sein wird. Ich sage jetzt mal vorsichtig, dass man auf jeden Fall äh, Slanesh sehen wird. Was schon ganz cool ist, weil ich glaube, Slanesh war mausetot vorher. Einfach weil wir also unsere Armeefähigkeit nicht nutzen konnten, ohne dem Gegner quasi das zweite Weihnachten zu bescheren dieses Jahr ja also da haben da haben halt die meisten haben halt immer nur einen von den Würfeln benutzt und die haben halt gesagt okay ich gebe einer meiner Einheiten das und genau. ähm, hat die gehen halt nur einen Würfel bekommen und das konnte du trotzdem spielen aber hat sich halt irgendwie ja sehr beschnitten angefühlt ne? ja so und ansonsten Phantasmagoria hat sich geändert muss ich nur mal gucken Phantasmagoria haben wir da und zwar hat man den Effekt. Bis zum Start des nächsten Turns, jedes Mal, wenn das, ähm, äh, das Ziel ausgesucht wird, um eine Fight-Ability zu benutzen, kannst du eine befreundete Einheit im Combat mit dieser ähm, Einheit wählen. Die befreundete Einheit kann sich dann 2W3 Zoll bewegen, nachdem die Fight-Ability des Gegners ähm, ausgeführt wurde. Und dabei kann es sich aber auch durch Combat-Ranges von generischen Einheiten. Äh, bewegen und den End im Combat, äh, den, den, den Be die Bewegung im Combat beenden. Mhm. So. Ah, ähm... oh, meine Maus ist wieder ah, da. Okay. Das, hat sich, das hat sich tatsächlich geändert, weil vorher war das so bei Phantasmagoria, da stand nämlich nicht drin, dass, es, ähm, dass sie sich bewegen können, nachdem die Fight Ability ähm, ausgeführt wurde, mhm. Vorher war es so, dass, dass du, ähm, die deine Einheit aussuchst, doch also nachdem eine Feilteppichle ausge, ähm, ausgesucht wurde, bevor Reaktionen benutzt wurden, dann kannst du deine Einheit aussuchen und sagen, die bewegst jetzt zwei wie drei weg. Mhm. Und hast also damit verhindert, dass die, irgendwie, dass die irgendwie, geschlagen wurden. Ja. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Die können immer noch geschlagen werden, aber danach können sie sich ähm, wegbewegen. Mhm. Ja, okay, also irgendwie abgeschwächt, ne? Ja. Ja, also ich denke mal, irgendwann wird Slanisch dann da auch ankommen, dass die geil werden. Ist halt nach wie vor immer noch ein massiver Downgrade, meiner Meinung nach. Zur dritten ja, also Edition. Ich, die, brauchen, die brauchen dringend ähm, ein neues Tom. Ja, äh, die waren für mich in der dritten Edition Peak Design, sage ich ganz ehrlich. Da waren sie super, da haben sie sich toll angefühlt, es hat Spaß gemacht. Ja. Die haben gemacht, was sie machen sollten. Ja. Und ähm, gefühlt. Vierte Edition hieß es, ja Leute, ihr hattet zu viel Spaß mit denen, das dürft ihr jetzt nicht mehr haben. Genau, Spaß ist verboten, tschüss. sich dazu, da, da, da könnt, kann ich mal kurz, bei Slanish hat sich tatsächlich nicht viel geändert ähm, in den Punkten. Ich meine auch, ja. Was sich geändert hat, fand ich ähm, schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ja. Weil ähm, die sind teurer geworden und zwar sind natürlich die... Na gut, ein bisschen was günstiger geworden, aber die blispop Archers sind teurer geworden und die Sleek Black Seekers sind teurer geworden. Die blispop Archers, okay, ähm, sind wieder, sind jetzt bei 150 Punkten. Ja. Ähm, kann man drüber streiten, weil die sind jetzt auch nicht mehr, auch nicht mehr so gut, wie sie früher waren. Das Problem okay. ist einfach, die haben keine vernünftige Alternative in der Battleline. Das Ding ist, oh. dass diese Armee einfach mhm. irgendeine Nahkampfeinheit fehlt, weil du wirst immer Blisbald Archer in deiner Liste haben und da kann GW die 500 Punkte teurer machen, du brauchst die einfach ja. und das ist das Problem. hier Mark Kumpelhilfe aus Berlin. Ja. Er ja, jetzt auch am Samstag bei euch hast du seine Liste mal gesehen? Ja. Ne 3x20 Demonetten? Ja. <laughs> Kannst du machen. Ja, aber was ich verstehe, ist ähm, die Sleepback Seekers, warum sie die nochmal 10 Punkte teurer gemacht haben. Also 190 Punkte für, für die fünf Modelle, weiß nicht, also das finde ich zu teuer. Die können schon eine Turbo-DPS fahren. Also ich habe das schon gesehen teilweise, was da rauskommt, das ist Wahnsinn. Aber die werden halt nie im Leben irgendwie den, den, den Return überleben. Niemals. Ja, genau, genau deswegen finde ich äh, 190 zu viel. Ja. 180, da, wo ich sage, okay, ja, weil du, wie du schon sagst, die können theoretisch eine gute DPS fahren. Aber die überleben halt nichts im Gegenzug. Ja. Na, also von daher habe ich das nicht so ganz verstanden. Und ja, ein paar Sachen sind günstiger geworden, aber ähm, alles nicht so der Rede wert jetzt. So. Müssen wir abwarten. Ja. Also ich hoffe, dass sie relativ schnell ihr Buch kriegen. Ich gönne das den slane spielenden. Ja, absolut. Und ähm, ja, ist ja auch anders. Für sich eine geile Armee. Also, ne? Ja, absolut. Also, ähm, ich habe die auch hier und ich finde die toll. Die sind hübsch. Ja. Die haben Spaß gemacht und die können auf wieder Spaß machen. Absolut. So, jetzt mache ich mich beliebt bei Lumineth. Oh Gott. Ähm ja, eins der, der, der beiden Problemkinder. Oder eins der drei Problemkinder. Äh, bei Lumineth hat sich tatsächlich ziemlich viel getan. Äh, das erste, was sich schon mal ändert, ist die Battle Trade-Fähigkeit. Der Shiny Company. Und das war früher ja einfach äh, eine Ansage in der Hero Phase oder Start of Turn, kann auch sein. Und äh, dann haben die Minus 1 to Hit bekommen für Attacken, die eine befreundete Vanari-Einheit als Ziel gewählt hat. Jetzt ist es so: für den Rest der Schlachtrunde machen wir das, ähm, kriegen die Minus 1 to Hit vom Gegner, die Vanari-Einheiten als Ziel wählen, wenn die Vanari-Einheit nicht gecharged ist und ja. Äh, nicht als Ziel von Power of Fish gewählt wurde. Das ist schon mal eine starke Einschränkung, meiner Meinung nach. Äh, weil du willst Power of oh, Fish und so da drauf haben. Rettung. Genau, das war ein fünfer Wort, ja. Ähm, eine enorme Einschränkung, also ähm, ja. würde ich sagen. Genau. Äh, ändert das viel an Luminist? Ich glaube nicht. <laughs> Aber es macht sie zumindest schon mal weniger haltbar. Genau. weil, Ah ne, Crit 5 Plus, genau, danke. Ach so. Also finde ich, finde ich, find ich aber in Ordnung. Protection of Fish also, war find, das andere. Mhm. Ich finde tatsächlich, das ändert schon was, weil wenn das das heißt, die müssen auf jeden Fall also überlegen, mit was sie chargen wollen, weil wenn sie chargen, dann kriegen die auf jeden Fall nicht ähm, Chinny Company. Ja. Das, ich schon in Ordnung. ist Ist okay, das ist auf jeden Fall, es muss sowas daran was genervt werden. Aber ähm, ob es jetzt reicht, zweifle ich so ein bisschen dran. Die sind sehr glimpflich davongekommen. Hello Raccoon Rumble, ja, absolut. Ähm, genau, dann Luria Uthrell hat ähm, die Voice of Tyrion eine Fähigkeit als Passiv bekommen jetzt. Äh, und der Effekt ist jetzt, jedes Mal, wenn eine befreundete Luminous Revlots Einheit vollständig innerhalb von 12 Zoll MI in den all attack command benutzt, dann muss man keine Kommandopunkte benutzen. Geil, finde ich stark. Ähm, mhm. Ich weiß allerdings nicht, wie es vorher war. Äh, da ist aber Michael ja zum Glück hier im Chat, der kann uns das sagen. Ich weiß zwar, dass Lyria Uthrell auf jeden Fall gespielt wurde, der war gar nicht so schlecht. Ja, das ähm, stimmt schon. Weil ja kann ich jetzt leider nicht mehr nachgucken. Ich habe die, die, hab gerade hier schon geguckt in meiner Bibliothek, ich habe den Luminous-Index äh, nicht mehr, den alten. Der war vorher nicht so cool. Okay, aber der war in vielen Disten drin, wie kam das? Mhm. War keine Passive. Ja, ja, okay. Na gut. Denn der Schrein Lumino hat die gleiche Anpassung bekommen wie der von den Flesh Eatern und von äh, Korn. Genau. Ansonsten muss ich auch gucken. Ah ja, das ist so. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, das war okay. Dann gab es einige Punktanpassungen, da kommen wir später noch zu. Ich persönlich denke, dass Luminous Ramlords quasi der Kugel nochmal ausgewichen sind. Die werden immer noch wahnsinnig stark sein und ich fürchte auch, die werden jetzt auf jeden Fall oben die Spitze bilden. Nachdem die Night ja, ja schon ihre dickste Fähigkeit verloren hat? Die sind auch teurer geworden. Die Lumines sind teurer geworden. Ja, aber ich glaube nicht auf den falschen Einheiten. <laughs> Oder also auf anderen meine, Einheiten. Also meiner Liste hat es wehgetan. Ich muss jetzt erstmal warten, ob die nochmal günstiger werden. Seit wann spielst du Lumines? Ich, hab, ich, ich will Lumines. irgendwann äh, spielen. So. Hab doch gesagt, wenn ich meine Chaos-Sachen fertig habe, dann hole ich mir als einzige Order-Fraktion Lumines, weil ich hier voll hübsch finde. Ja. Ja, Micha schreibt gerade 100 Punkte teurer. Ja, das ist. Ja. Mhm. Ja, das ist ein Kracknus. Ja. <laughs> so kann man das auch rechnen. <laughs> ja, also ich, ich sage, Luminus wird jetzt die S-Tier-Fraktion sein, die wir in Edge of Sigma haben. Ah. Ja. Nörgel, dann darfst du mit Nörgel weitermachen. Eigentlich hätten wir tauschen ja. müssen. Kacke. Nee, 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 nee. Ich nee, hab nee, vor die nee. Nörgel gespielt. Ich vor Nörgel gespielt. Du bist nur ein Oder-Nachmacher. Ja, bin ich. <laughs> das ist wieder Chaser hier. Ja, ähm, Meta-Chaser ja. für die Fraktion, die oben <laughs> unten dümpelt. <laughs> Morgan ähm, hat äh, also eine coole Sache, eine nette Sache bekommen. Also eine coole Sache finde ich sind die ähm, Burst Pustules. Es ist eine neue Armeefähigkeit tatsächlich, die sie bekommen haben. Und die gefällt mir sehr schön. Sehr gut, sehr, gut. Gefällt mir sehr schön. Ist die sehr ist schön. Machen wir bisher nicht wieder. Ähm, gefällt mir sehr gut, weil die ist thematisch passend und gibt auch noch ein bisschen mehr, naja, nicht Punch, aber passt schon. Und zwar. Ja, jedes Mal, wenn eine ähm, erkrankte Einheit ähm, zerstört wird und vom ähm, Schlachtfeld genommen wird, bevor das letzte Modell runtergenommen wird, würfelt man Würfel und auf dem 3 Plus wählt man sich eine genische, also eine andere genische Einheit innerhalb von 9 Zoll von diesem letzten Modell und das wird dann auch krank. Also das heißt, da, da platzen halt die kleinen Items, die sind auf und dann kriegst du da ein bisschen was ins Auge und dann zack, ist der auch krank. Finde ich cool, finde gefällt mir sehr gut. Ist ähm, auch wieder was, wo ich sage, es ist nicht zu stark, hat das nicht so einen Einfluss auf also sagt, boah Gott, das sind die overpowered. Aber es hilft Nörgel ein bisschen dabei, die Krankheiten weiter zu verteilen. Genau, ist meiner Meinung nach auch ein Problem, was die, was die Armee hat. Ja. Also, dieses, es kann einfach weggereinigt werden. Ähm, wenn es jetzt einfach mehr Quellen gibt, um zu diseasen, dann sehe ich Nörgel auch weiterhin oben, weil die haben echt gute Einheiten. Ja. Ähm, und ähm, da, da muss ich auch dazu sagen, was ich wiederum gleichzeitig nicht verstehe, ist, weil die haben gute Einheiten, die Einheiten funktionieren auch aktuell sehr gut. Die sind alle unglaublich günstiger geworden. Ja. Und das war so ein Punkt, wo ich sage, ich. Wenn, klar, ich freue mich für Nörgel, weil ich habe jetzt selber auch Nörgel zu Hause. Aber ich konnte in meine Armeen ähm, noch eine weitere Einheit einfach reinnehmen, weil die einfach unfassbar günstig geworden sind, alle. Ja. Also das, die Vikings sind günstiger geworden, die ähm, Glotkin sind günstiger geworden. Rottigus, Poxbringer, Orgoth, Borbidex, Lot of Plagues, Lot of Blights, Harbringer, Goodrod, Blob. Die sind alle günstiger geworden. Ja. Ich und, gucke gerade mal, warte mal, meine Nörgel-Liste meine müsste mir jetzt sagen, wie viel billiger sie geworden ist. Das oh, war aber einiges. Und das finde ich, find ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Also das. <laughs> und wie viel hast du jetzt noch übrig? Ich, ich habe jetzt wieder 140 Punkte über. Ja, eben, so war es bei mir auch. Ich glaube, ich hatte auch 150 oder sowas über. Und das ist halt. Krass. Ich weiß, also ich persönlich hätte jetzt gesagt, ähm, wäre für Nörgel nicht nötig gewesen, weil, wie gesagt, die Einheiten, die sie haben, sind gut. Problem, was sie haben, ist, die Krankheiten ordentlich zu verteilen, dass du ja. da halt äh, das gut hinkriegst. Ähm, ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, weil man wollte natürlich, wenn die eigenen Armeen äh, günstiger werden, aber irgendwie war es für mich nicht verständlich. Noch eine andere Neuerung oder Änderung ist bei Blob Rothspawn, da haben sie im Prinzip nur seine Fähigkeit nochmal was dazu gepackt. Es war mir erstmal auf Pestilenz, da kannst du ja auf eine 4 Plus einen, ähm, kriegt ja eine Additional Damage Point ähm, dadurch. Was sie jetzt dazu gemacht haben, ist, dass dagegen keine Wardwalls gemacht werden können. Das heißt, dieser eine Damage, der dazukommt, kommt auf jeden Fall. Ja. Ja, nett, aber. Macht, macht jetzt, muss ich sagen, auch mit den neuen Punkten, ich sehe es hier gerade, macht jetzt halt auch Blob, Morbidex und Orgots äh, echt sexy. Ich habe die drei ja auch hier stehen. Ähm, weil die halt auch noch nochmal Debuffs auf den Gegner verteilen. Ja, ja, und also die's, die sind super gut. Ich habe zwei von denen, habe ich auch hier und das ist. Ähm ich muss nur noch einen davon bemalen, weil mein, mein Ziel ist es ja, nur kurz, mini off-topic. Mein Ziel ist es ja mit meiner Nörgel-Armee. Ich habe nämlich auch noch eine Idee für Spacing, das werde ich auch demnächst im Stream mal ausprobieren. Ähm, ich will mit der Nörgel-Armee mal irgendwo aufs Turnier fahren und dann hoffen, dass ich Best Painted kriege, weil da steckt so viel Liebe und so viel Arbeit drin in der Armee. Und bisher, sage ich jetzt einfach mal ganz selbstverliebt, ist das mit Abstand die hübscheste Armee, die ich je bemalt habe. Mit Abstand. Hm. Du muss aber hoffen, dass das ähm, die ähm, Berliner Jungs, die hier bei mir in der Gruppe sind mit ihren Nurgle, dass die nicht dabei sind, weil deren Nurgle. Oh, die sehen auch schön aus, ja, habe ich auch schon gesehen. Heftiger Scheiß. Ja. Also, die Bases und alles. Also, ja. da gut ab. Aber ja, mit Nörgel kann man, äh, glaube ich, sehr gut Best Painted auch gewinnen, weil du kannst einfach so viel Quatsch damit machen, die sehen trotzdem immer wieder gut aus. Ja. Es ist, ist ein Traum. Ein Fiebertraum, aber es ist ein Traum. Ja. Aber da habe ich mich jetzt sehr gut drum rumgewickelt, nämlich, dass, dass du mich Nighthawk machen machen. Scheiße. <laughs> ja, okay, ich mach das gerne. Äh, Hallo, Samuel. Daniel <laughs> vor allem. Jo. Ich mach das gerne. Ja. Ähm, ja, ähm, War für mich immer so dieses <laughs> der Edition. Ähm, nee, ist eine Fraktion. Ich bin ja inzwischen auch von Avi zu Nagash konvertiert worden, das muss ich ja zugeben. Und ich muss es auch jedem mal fünf sagen. Es hat gedauert, aber du hast also es geschafft. Es hat exakt fünf Jahre gedauert, ja. Ähm <laughs> <laughs> Aber äh, gepriesen sei unser, unser, unser Lord und Savior. Ähm, aber die einzige Death-Fraktion, die mich wirklich, oder nee, die einzigen Death-Fraktionen, die mich wirklich so null interessieren, sind äh, sind äh, Nighthaunt und flash -Heater. Also Bone Reaper und Soul Black Gravelords, geil, aber nee, der Rest. Ich habe ja tatsächlich auch letztes Mal ähm, geguckt, weil ich äh, so so dieses typische, man ist ja so plastiksüchtig. süchtig Da habe ich so geguckt. Gibt es denn eine Death-Fraktion, wo ich sage, einfach aus, aus ähm, Ästhetik oder Sammelgründen möchte ich die gerne haben, weil irgendwie juckt es mich ja schon, dass ich den von, doch von allen großen Fraktionen doch wenigstens einhalte. Ja. Aber Death ist aktuell nichts dabei für mich. Oh, so Black Grave sind so toll geworden. Ah, nee, das das, das die reizt mich nicht. Also Echt? Ist, ich, ich warte noch, aber ich hoffe, dass der jetzt noch was kriegt. Da, die haben eh so wenig. Ähm, mal gucken, was da noch vielleicht kommt. Ja. Ich müsste die Gude noch mal angucken, weil Gude mag ich eigentlich auch. Allein schon, weil diese so Irre sind, gefällt mir die eigentlich. Da sind, ja, ich mal an. ja, da sind mir viele Modelle zu alt. Aber ja, ähm, nimm mir nicht meine 70% Winrate. Ja, da, da, da musstet ihr gleich zwei Taschentücher zurechtlegen. Ähm, Genau, ja, Nighthorn haben in der Battle Formation There's No Escape, das war diese Schwachsinnige, die dir ja, äh, Retreat ohne Mortal Wounds und Charge äh, erlaubt hat, beziehungsweise Advance und Charge erlaubt hat für die gesamte Armee und einfach eine Mobility gegeben hat in der Armee, die sowieso schon schwer zu töten ist, das komplett dumm war. Ähm, und was wir auch gesehen haben bei Nighthorn war ja eine Overall Win Rate, egal bei, welcher, bei welchem Skill äh, stand. Dass die Armee sehr hoch performt hat. Das heißt, ähm, hat ja auch der Honest Wargamer ausgeführt, dass wir eine Armee haben, die so gute Regeln hatten, dass selbst Anfänger, die ja eher zu Spielfehlern neigen als Profis, eine sehr hohe Winrate hatten und dementsprechend die Armee nach oben gepusht haben. Das haben sie jetzt mit der Subfaction, die jeder gespielt hat, äh, ein bisschen wieder eingefangen. Sogar so sehr, dass ich fast sagen würde: Ole, korrigiere mich, du bist von uns der, der Nighthorn-Profi, äh, dass ich sagen würde, die wird wahrscheinlich nicht mehr gespielt, sondern irgendwas anderes, eine der anderen. Uh, und zwar uh, wurde There's No Escape so gewechselt, dass das in unserer Movement Phase benutzt werden darf und man wählt nur noch eine befreundete einheit und nicht mehr die gesamte Armee. Uh, für den Rest des Zuges darf uh, diese Einheit die Charge Ability benutzen, selbst wenn sie gerannt ist oder geretreated ist. Ähm, zusätzlich darf sie dann keinen Mortal Damage beim Retreaten kriegen. Heißt, der gesamte Rest der Armee kriegt jetzt auch Mortal Wounds beim Retreaten, was schon mal eine wichtige Änderung ist, weil sie dadurch Mortal Wounds kriegen können, wenn wir sie im Nahkampf abbinden. Weil das mag die Armee nämlich gar nicht. Mhm. Ähm, Und, warte, darf ich kurz? Ja, ja. Ich muss sagen, ähm, ja, es ist ein enormer Einschnitt, aber auch das finde ich ist wirklich ein wichtiger Einschnitt. Ja. Weil es war halt. Ohne dass ich jetzt da ähm, meckern will, weil es ähm, war halt für den Punkt so, aber es war trotzdem wirklich zu stark. Wenn die gesamte Armee äh, Run und Charge oder äh, Retreat und Charge hat und dann nicht mal Mortals kriegst, wenn du retreatest. Ja. Ähm, nicht, zumal die auch viele Fähigkeiten haben, sowas wie plus eine Attacke, wenn sie chargen und sowas. Ne? Ja, die ja, kannst genau. du jetzt halt aktiv wegbinden. Genau. Ähm, man könnte sie wahrscheinlich trotzdem mit Pferden spielen, aber es wird definitiv weniger genutzt. Und das finde ich auch in Ordnung. Ja. Ich finde ähm, so, so, so ein ähm, Update sollte nicht dafür da sein, dass etwas gar nicht mehr genutzt wird. Aber es sollte dazu anregen, die Spieler, dass sie anderes spielen, dass sie auch mal überlegen ähm, und etwas weniger genutzt wird. Ähm, genau, siehst du, das sagst du, Vanishing Phantoms? Finde ich auch eine coole Unterfraktion von denen. Was und macht ich? finde ich, ähm, ich warte, ich, ich hatte es gerade im Kopf, was du gefragt hast. <laughs> Ja. vielleicht ohne so ähm, schneller. Warte mal. Nee. Ich muss es auch aufrufen. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher. Äh, Nein, Torrent. Äh, Battle Formation, Vanishing Phantasm. Wo ist es denn? Da. Ach, die Gönung, du kannst die teleportieren. Genau. Ah ja, genau, ein Teleport einmal pro Zug. Ja, ja. Für, eine, für eine Einheit. Strong, ja. Ähm, genau, das finde ich halt auch super gut. Also und auch da wieder nur eine Einheit. Einheit. Und äh, von daher, ja, es ist ein enormer Beschnitt bei den, bei den Nighthound, der aber notwendig war, ja. aber die Armee immer noch super spielbar ist. Ja, ich glaube auch, die werden sich jetzt nicht mehr in der Spitze finden, glaube ich. Dafür ist der Hammer doch zu hart, der da drauf gehauen hat. Aber die werden auf jeden Fall irgendwo im guten Mittelfeld landen es ja, wird das halt eher so sein, wie du schon gesagt Wenn viele Anfänger die spielen und trotz Spielfehler, die so gut sind, dann wird es halt jetzt dazu kommen, dass die Anfänger, die die spielen, die Spielfehler nicht mehr so verziehen werden. Nee, ne? ja. ähm, darauf wird es halt hinauslaufen. Die werden von, von guten Spielern immer noch ganz oben dabei sein, weil die einfach ähm, gute Fähigkeiten haben. Aber in der Overall-Dingens werden die halt von 70% runter auf, auf äh, vielleicht gesunde 55% rutschen. Oder vielleicht, oder vielleicht wenigstens 60%. Nee, also unter 60, glaube ich, werden die schon fallen, aber wie, wie du schon sagst, so eine gesunde 50 Prozent, da will man ja. die sehen. Ähm, beziehungsweise nein, ich will die unter 50 sehen, dieses Dreckstück, nein. Ja. <laughs> <laughs> ähm, äh, nee, also es ist, ist absolut richtig, die Änderung, dafür nehme ich noch zusätzlich Oroch the Drowner mit, der selbst und eine ja, weitere Einheit genau. ja, ja, genau, ist also... So das Listbuilding schon wird ist, schon ist, schon ist ja wieder eklig, ne? <laughs> nee, nee, alles gut. Also, ich, ich finde es halt gut, dass hier jetzt halt nicht nur noch der Hex Wraith oder Bladegeist Revenant äh, Spam kommt, sondern dass du halt jetzt das Listbuilding ein bisschen öffnest, weil du halt einfach jetzt mehr Möglichkeiten hast. Und das finde ich gut. Ja. Darauf will ich äh, tatsächlich auch nochmal zurückkommen, wenn wir ähm, generell so über mal die Punkte nochmal kurz nachher reden. weil... Der Endring Boss. Ähm, ja. Der, Endring -Boss. Ah, genau der genau der. Ja. Dann, der Hero Trade, äh, Terrifying Entity, den hat man ja auch sehr oft gesehen. Äh, das macht, dass diese Einheit jetzt äh, jede der Aura of Dread Abilities benutzen kann, selbst wenn sie äh, nicht die benötigten Keywörter hat. Das war früher, glaube ich, äh, Ole, korrigiere mich, das war früher, glaube ich, so, dass der einfach eine Fähigkeit nochmal benutzen durfte. Also, du hast sich irgendwo minus ein Trade verteilt und dann durfte der mit dem Hero Trade das auch nochmal auf eine Einheit setzen. Ähm, das haben sie jetzt geändert. Wie gesagt, Ole, korrigiere mich. Ähm, genau, dann die Dreadblade Harrows. Äh, die haben jetzt in der eigenen Movement Phase. Das ist auch schon mal wichtig, dass man das nicht in beiden macht. Ähm, genau, ja, genau. Der konnte eine Fähigkeit klonen und jetzt kannst du halt äh, eine benutzen, wo er nicht das Keyword für hat. Schon deutlicher Nerf, aber es ist schon in Ordnung. Äh, ja, dann darfst du äh, auf Oga eintreten. Ja, da hat sich nichts geändert, außer dass sie das mit dem ähm, Feed the More im Prinzip auch gemacht haben, oder? Mal. Ja. Also mit dem Bemannen und Entmannen, sage ich mal. Und Kragnos hat mal schon drüber geredet. Ja. ja da ist du ja die, 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 die ähm, Orks machen. Ja, auch da. Also erstmal haben sie nicht Oger entmannt, sondern die haben die ganze Fraktion, wenn überhaupt, Entmann. <laughs> <laughs> ähm. <lacht> <laughs> Aber da kommen wir noch zu. Ähm, ja, Ork Quarclans haben sich bei den Iron Jaws äh, zwei Sachen geändert. Einmal halt Kragnos. Das ist auch, glaube ich, bei Orks richtig geil. Also Kian, Schweine und Kragnos. Das würde ich fühlen. Ähm, und äh, bei den ork bossen finde ich das ganz interessant, dass sie jetzt äh, pro Boss einmal pro Spiel den Warcross rufen dürfen. Das ist ganz witzig. Äh, weil der bufft ja schon deine Einheiten. Ja. Die Frage ist, wie viele von diesen Bossen hat man dabei? Ja, so, du kannst ja theoretisch, wenn du aufbaust, zwei, drei Bosse. Wenn du möchtest. Ja, das meine ich halt, du kannst ja dann überlegen: Ach oh Mensch, das hat sich geändert, baue ich mal meins um. Und dann nimmst du halt vielleicht anstatt einen Boss oder nimmst du mal noch einen Boss mehr mit. Ne? Das Problem, was ich mit denen habe, ist, die haben einfach shitty ähm, shitty date äh, Scrolls in der Regel. Also ähm, ähm, guck mal, was Kian geschrieben hat zu deinem. Warum nicht fünf? Ja, man könnte mal nee, nee, den Helden auf dem. Drüber. bringe ich Samstag mit. Ah ja. Ähm, <laughs> ah, ja. Man könnte <laughs> den Schweineboss. Ne, den Schweineboss kann man auch nur dreimal spielen, glaube ich. Oder einmal? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber an und für sich, die kleinen Bosse, also der Megaboss oder auch der Megaboss auf More Crusher und so, die sind alle nicht so geil. More Crusher, zwei Warnshelter, Schamane und Artboy -Big, Big Boss. Vier Drops, fünf Helden. Ja, okay. Ja, muss ich mir angucken. Also ich bin offen für alles. Ich habe jetzt überlegt, ich fand die jetzt alle nicht so umwerfend. Aber wenn du jetzt sagst, das geht, dann glaube ich dir da mehr. Du kennst dich besser aus mit denen. Ja. Ja, genau. Das klingt doch gut. Ja. Dann Seraphon. Ähm, da hat sich nicht so viel geändert, wie ich mir für die Seraphon gewünscht hätte. Ähm, Battle-Formation, äh, gut dann nimmst du bei den Eternal Starhouse Celestial location Ability das äh, Core Keyword raus. Und die, beim saus Astrolith Bearer, Bearer, da ähm, wird der Effekt von seinem Celestial Conduit geändert zu wenn ähm, der Zauber erfolgreich gezaubert wurde, ähm, für den Rest der Schlachtkrieg äh, addiert man 3 zum Control Score. Für Befreundete sich auch von Einheiten, während sie sich vollständig in innerhalb von 12 Zoll befinden. Ist äh, okay. Jetzt, ja, ich wollte es gerade noch, ich bin gerade schon dabei. Ich finde den Saurus Astrol astrolit gerade hier nicht. In der ähm, Dingens, wo ist er denn? Ich muss ja sagen, ich finde. Ah, da ist er. Und zwar, wie äh, äh, ist da. Was ist der Unterschied? Turn aber. Achso, ah, das war für den, bis zum nächsten Zug und jetzt ist es nur für den Turn, oder wie? Ah. Ja. Okay. Ja, verstehe. Aber hier ist auch Turn. alten war auch Turn. Äh. Uh, of this unit for the rest ah, of the turn. Ach, entschuldige. Ja, nee, ich habe einfach was Falsches gesagt. Nee, alles gut. Ich habe uh, Rest of, of Battle gesagt. Ah, nee, nee. Okay. Okay. Um, und jetzt so. Da kenne ich mich auch nicht so aus mit Seraphon. Also ich habe mir den Index angeguckt, ich finde den also, auch nice. Also, kann da, kann da mal, ich ich lese mir gerade dreimal hier neben der. Also ich lese mal kurz das Alter, ja. Mhm. If the spell is successfully cast, at three to the control scores of friendly Seraphon Units, you within 12 inches of this unit for the rest of the turn. Das Alte. Die haben den Satzbau jetzt einfach umgestellt. Ich glaube, die haben die Grammatik einfach geändert. Das ist nämlich der gleiche Text. Nur mit einer anderen oh. Position für For the Rest of the Turn. Ich glaube, die haben aber die Grammatik angepasst. Oh, okay, gut. Also hat sich da gar nichts geändert. Mhm. Ähm, ja, dann so viel dazu. Dann kannst du gerne die Sons of Behemoth halt machen. Ja. <laughs> äh, Kragnos, wer hätte das gedacht? Hat sich auch geändert. Dann haben wir das Artifact of Power ähm, Glowy Lantern. Dass es eine Passive-Fähigkeit wird, dass äh, in der Hero-Phase darf er eine Summon-Ability einer Manifestation benutzen. Die wir gewählt haben, als wäre er der Wizard 1. Ganz nett. Mhm. Äh, dann der Kraken-Eater Mega Gargant hat jetzt Get Off Me Land, äh, wo wird geändert, dass er einen Würfel wirft und auf 2 Plus äh, bewegt er den Missionszielmarker. Ähm. 2W6 auf, auf eine neue Position innerhalb von 1 Zoll, mehr als 1 Zoll entfernt von allen Modellen. Das ist interessant, weil früher konnte man das unter äh, eigene Modelle schubsen, quasi. Ja, das geht genau. jetzt nicht mehr. Ja. Mensch, so ein Ärger aber auch. Aber ganz ehrlich, war, war das so nötig, dass sie das jetzt nicht mehr haben, weil Riesen sind jetzt auch schon nicht so top. Also die sind nicht scheiße, aber die sind auch nicht super. Ja, meine, schon, ist schon, ist aber. Ist schon blöd, wenn du wenn das Objektiv einfach unter einen fetten Riesen äh, kickt äh, und du erstmal den Riesen runterholst. Ja, ist schon richtig. Naja. So, ich Black Rayflots, du hast das Coole ach, gekriegt. Ach, nee, mach die nur noch gleich, dann kennst du kennst dich mit denen aus. Ah, okay. Äh, ich meine, was? Ähm, oh nein. Mhm. Ach, dann haben wir das Orb of Enchantment. Ähm, der äh, macht dann einfach, dass man einen feindlichen Helden wählen muss. Ähm, ich meine, das war einfach eine Unit. Die dann Strike Last bekommen und jetzt ist es ein Held. Das wurde jetzt angeglichen mit einigen anderen äh, Artefakten. Und ganz, ganz wichtig: die Änderung, obwohl man ihn, glaube ich, trotzdem mitnehmen wird, ist Torgelius the de Chamberlain. Äh, der hatte nämlich für seine Necrotizing Bowls 2 wie 6 Schuss im Fernkampf für so einen Normalo-Opa, der irgendwie mit seinem Stab schießt. Das haben sie jetzt auf D6 runter geregelt und sein Effekt von Trusted Lieutenant macht jetzt, dass diese Einheit die Deathly Invocation Ability benutzen darf auf eine Einheit, wenn sie diese äh, noch nicht bekommen hat. Also der konnte früher einfach zweimal die gleiche Einheit wählen, dann konnte man zum Beispiel sechs Skelette wieder hinstellen. Jetzt kann er das auf muss er das auf zwei verschiedene Einheiten machen. Das ist schon gut. Ich glaube aber nicht, dass es dass man ihn deswegen jetzt rauswerfen wird, weil er trotzdem immer noch einfach fantastisch ist und mhm. ähm ich denke, dass er äh, einfach jetzt eine andere Rolle einnimmt. Ja. Ja, stimmt. Genau. Ansonsten Punktanpassung Stormcast Eternals kommen wir noch äh, zu den Sorbet Grave Lords kommen wir noch zu. Die sind auch ein großer Sieger für mich und für mich, wie gesagt, ein absolutes s Esstierbuch, was momentan nur darauf wartet, wie das Monster im Schatten die Turniere weltweit wieder zu dominieren, was ist ein saugeiles Buch. Was momentan, glaube ich, nur durch die Luminath Ramblots gebremst wird. Wenn die weg sind, dann werden die auftrumpfen, glaube ich. Wer jetzt so schön? War grad kurz Wer wird auftrumpfen? Die Soul Blights. Also, ja. Wenn Luminous weg sind, dann wird, glaube ich, Soul Blights kommen, weil das ein brutal gutes Buch ist. Und vor ja. allem wieder, egal was du spielst, es ist alles spielbar. Es ist alles ja. super, es hat alles Kombos. Ja. Ja, ähm, absolut. Wie in der letzten Edition. Dann gehe ich zu den Stormcast. Mhm. Ähm, ja, bei den Battle-Formations hat sich nur, ähm, die peerless Maneuvers, äh, ähm, dann nimmt man die, das Core-Keyword Co weg. Mhm. Und das sucht man sich halt eine befreundete Vanguard-Chamber-Einheit aus, die ja noch keine move durch die gemacht hat ähm, und die nicht im Komplett ist. Was noch dazu gekommen ist, das ist ganz interessant, die Prätors die haben ja eine Fähigkeit, ähm, die heißt bondet, da suchen sie sich einen befreundeten Stormcast Eternal Helden aus, mit dem sie für den Rest der Schlacht ge äh, gebondet sind. Genau. Was neu dazu gekommen ist, dass sie diese Einheit auch nutzen können, wenn sie in Reserve sind. Genau. Das war vorher nicht. Das ist schon ganz gut, dass sie zugeschrieben haben, weil man in Stormcast kann es ja so viel, recht viel in Reserve halten. Das heißt auch die pretors obwohl sie noch nicht sind, können sie diese Einheit, äh, diese Fähigkeit nutzen. Genau. Und ich glaube auch, dass du die jetzt, wenn, wenn es sich nicht im battle ändert, dass du die in vielen Listen sehen wirst, weil einfach ähm, der Fünfer-Ward, den du zum Beispiel Kronis geben kannst, ähm, wahnsinnig stark ist, weil Kronis ist sowieso schon relativ tanky, aber mit den Pretors mit dem Fünfer-Ward noch hinten dran ja. und der schlägt gut zu im Nahkampf für einen Magier und der ist halt auch ein Level-2-Zauberer, den die Stormcasts halt auch brauchen. Ähm, also, ich, ja. ja, ich glaube schon, dass das echt eine starke Änderung ist und Pretors sind auch nicht so teuer. Das geht. Und genau, wie du es gerade, weil, weil du es gerade sagst, das ist das, wo ich ähm, ja fast lachend vom Stuhl gefallen bin. Stormcast Eternals sind durch die Bank weg. Also wenn sie Einheiten angefasst haben, sind die alle günstiger geworden. Ja. Und das ist das, was ich halt wirklich am wenigsten eigentlich verstehe in diesem ganzen Update, weil ähm, Lord, äh, nee, wie heißt er? Der Jonas ähm, Krippborn. Hm. Der war die ganze Zeit schon ähm, sehr, sehr stark. Jetzt ja. ist er nochmal 20 Punkte günstiger geworden, ohne dass er in seiner War-Scroll irgendwie angefasst wurde. Der Dude bringt immer noch alle zu brennen. Das kannst du nicht löschen wie bei Zinch oder so. Die, die brennen einfach mal weiter. Selbst wenn er tot ist, macht er immer noch weiter Mortals, wenn du ja. ja. Also der, abgesehen davon ist so sowieso viel, äh, super stark. Und dann dachte ich mir so, okay, die haben ja sonst bei allen äh, Fraktionen haben sich ja so die Einheiten rausgenommen, die jetzt viel gespielt wurden, die so ein bisschen abused wurden und haben die alle 10 bis 20 Punkte teurer gemacht. Fair enough, machen sie immer. Außer bei den Stormcasts. Weil, ähm, wen haben wir denn da? Die Annihilators sind günstiger geworden. Die Dracothian Guard kostet jetzt teilweise 230 oder 210 oder 190, je nachdem, welche Dracothian du spielst. Mhm. Und die sind einfach mal unglaublich stark. Sind also, Chokothian Guards nicht die äh, auf, dem, auf dem fliegenden Drachen? Weil die fand nee, ich die, nicht so die, geil. Nee, nee, das sind die auf dem zu Fuß. Also die Fulminators und sowas. Genau. Hm. Das, das sind die zu Fuß. Die Fulminators kosten immer noch 230 Punkte, aber die Concussors kosten 230 jetzt anstatt 250. Die Desolators kosten 210. Die ähm, Tempestos 190. Und äh, also ich verstehe nicht, warum sie das alles günstiger machen mussten. Die Stormguards ja. die fliehenden Drachen, die sind auch nochmal 20 Punkte, Punkte günstiger geworden. Ähm, Vigilors sind auch 10 Punkte günstiger geworden. Also ich will hier keinen Stormcast-Hate machen um Gottes willen. Dennoch verstehe ich nicht, warum sie ähm, da nicht ähm, gesagt haben, okay, die, die jetzt äh, gut gespielt wurden, die jetzt gut performt haben, die waren so teurer, nee, die machen alles günstiger. Genau, das, äh, was Ola auch schreibt, was ich nicht verstanden habe, ist, dass die Annihilators mit Schild billiger geworden sind. Ja, weil genau. die sind halt wirklich eine richtige Festung auf irgendeine Missionszielmarker. Also ähm, wir, wir haben bei uns, ich glaube, im Chat zwei oder drei Stormcast-Spieler, die haben sich alle gefreut, wie ein kleines wie, wie ja. äh, kleine kuchen fährt, weil die haben alle nur eine Einheit mit reinbringen können ja. in ihre Listen. Ja. Und Stormcast ist halt nicht schwach momentan, nee. nicht. Und dass dies ja dass dies hinkriegen, noch eine neue Einheit in den Listen einzubauen, weiß ich nicht, wie geil ich das finden soll, ehrlich gesagt. Mein Gedanke war vorhin, gewährgemerkt, hm, die ganzen Leute spielen jetzt alles sehr zu so Darkness, aber die kaufen gar nicht mehr unsere, unsere schönen Blechbüchsen. Machen wir mal alles günstiger, dann kaufen sie alle wieder die. Das Problem bei Stormcast Eternals ist nach wie vor, die sind super unbeliebt. Ähm und ähm, ich glaube auch, dass die nach wie vor auf den Sitzen bleiben. Weil, wenn, das fand ich jetzt wieder bemerkenswert, genau wie bei der letzten Box hier, bei der Dominion-Box, auch jetzt bei Skaven-Tide, du findest überall im Internet wirklich zu Schleuderpreisen die ganzen Stormcars. Aber die Skaven und die Cruel Boys waren immer ausverkauft. Ja. Ähm, ja. Aber ja, das ist das ähm das ist so zu dem, was ich halt am schlimmsten, also mit am schlimmsten in dem Update fand, weil dass die einfach mal so frech günstig gemacht wurden, was einfach nicht notwendig war, weil die gut performen. Ja. Ja, dann darfst du jetzt auch noch Silverness machen. Haha! <laughs> 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 Haha! <laughs> <laughs> ja, Silvaness hat sich ein bisschen was geändert tatsächlich. Und zwar, die haben ja jetzt den Tree-Song. Mhm. Hatten sie ja vorher auch. Also, was sich da geändert hat, ist die Reichweite. Jetzt heißt es halt, wenn du halt weniger als drei äh, Waited and -Wild hast auf dem Schlachtfeld, dann kannst du ähm, noch einen weiteren Wildwood -Wild aufstellen. Vollständig von 24 Zoll vom Kaster Früher war es 18 Zoll. Also hast du einfach mal 6 Zoll dazu bekommen. Ja. Das ist schon das ist schon nicht ohne. Das oder? andere ist viel wichtiger. Ähm, welches von den anderen? Dass du jetzt nämlich den Wald nicht mehr 3 Zoll wie in der Mission vorgegeben von anderen Gebäuden wegstellen musst oder von anderen Sachen, nämlich nur noch ein, ein Zoll. Zoll. Und das ist genau. super, super stark, weil du kannst jetzt wirklich deine, deine Silverness Castles richtig schnell nach vorne bringen. Ähm, und ich glaube, dass also, das Silverness wirklich sehr weit nach oben wieder teleportiert. ich im bist halt immer noch drei Zoll von Objectives feinhalten, aber halt ein Zoll von genau. gegnerischen Einheiten und Terrain Features genau schon. Und das ist sehr, sehr stark. Ich glaube, dass die werden einen richtigen Boost in der, in der Winrate kriegen, jetzt dadurch. Hey. Und Alariel. Ähm weiß ich jetzt gerade muss ich mal kurz hab ich, ich habe es ja hier offen was hat sich im Vergleich dazu jetzt Leben die kann sich jetzt hier? selber wieder wiederbeleben aber genau mal. aber sie darf jetzt kein, keine befreundete Einheit mehr mitbeleben es gab wohl früher eine Chain ähm, dass du erst Alarie wiederbelebt hast und weil du ja selber bestimmst in welcher Reihenfolge die Fähigkeiten ausgelöst werden konntest du weil Alarie widerstand noch eine Einheit von den Toten wieder mit zurückbringen und das geht jetzt nicht mehr also wenn sie zurückkommt, dann kannst du keine weitere Einheit wiederbeleben mit ihr. Okay, ich bin jetzt nicht genug in der, Mart in der, in der Martik, würde ich schon version da drin, um zu sehen, was sich da, was, wie sie es gemacht haben. Aber was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass ähm, jetzt, wenn du ein Monster wiederbelebst, dann kriegt das sechs Damage Points. Früher waren es acht. Ja. Und ansonsten Holy of the Nine hat sich da, glaube ich, nichts dran geändert. Mhm. Genau. Uh, Awakened Wildwood hat jetzt ein 5er mhm. Das ist glaube ich neu, wenn ich mich nicht alles täuscht. Davor hatte der kein Wort. Ich guck mal rein. Äh, nee, ich glaube nee, auch, nee, das, das ist neu. Gehabt, genau. Und ansonsten ähm, mit der health Characteristic, das dass die erhöht ist, ähm, wenn da ähm, mehr als ein Stück steht, ist auch schon gewesen. Aber was neu ist, ist, dass auch die Reichweite sich erhöht. Also ähm, die Reichweite für befreundete Fähigkeiten, die, ähm, die Modelle brauchen, die vollständig innerhalb von 6 davon also sind, erhöht sich um 3 Zoll. Ja. Das ich auch ganz cool finde. Ne? Also dann, der Wald wird größer und damit halt auch der Baumschatten sozusagen. Ja. Und ansonsten hat sich der Enterspell, die Vengeful Skull -Route, ähm, noch geändert und zwar die hat eine neue Passive dazu bekommen, die nennt sich Creeping Willow und ähm, diese Manifestation zählt als Awakened Wildwood für die ähm, für die Purposes von Endless Growth, Walk the Hidden Path und Strike and Fade Abilities. Das heißt, du hast da im Prinzip ein nettes Spell oder einen laufenden Wald, den du mit hinschicken kannst und gleichzeitig bringt dir eine ganze Menge. Ja. Äh, Samuel hat aus diesem Grund äh, seine Silverness wieder ausgegraben und Ole klarifiziert es gerade nochmal, danke. Äh, man konnte die Fähigkeit mit auslösen, weil es theoretisch eine neue Alariel-Unit war. Und dadurch, dass es eine neue Alariel-Unit war, konnte man die Fähigkeit zum, äh, zu der Wiedergeburt wieder benutzen für eine andere Einheit. Und das haben sie jetzt unterbunden, was ich auch gut finde, weil das völliger Schwachsinn ist. Hast ja, du sowas? Oh Gott, es ist kein Wunder, dass ich darauf nicht kam. Eine neue Alariel. Ja. Gott, Willen, Also dafür kann ich. Also aber das stimmt. Du kriegst immer eine Replacement Unit. Das ist nicht dieselbe Unit, da. Ja. Ja, ja ich weiß. Du kriegst immer eine Replacement Unit, aber für mich, äh, da muss man wirklich sagen, das ist eine verdammt nochmal namhafte. Das ist keine Aber egal. Haben sie jetzt unterbunden? Haben sie unterbunden. Genau. Also es gab ja irgendwelche Spackos, die das gespielt haben. Ähm, ja, ja, es gibt naja. ja irgendwelche. Gut. Das waren die Änderungen für die Fraktion. Dann kommen wir jetzt mal zu den Punkten und machen da ein bisschen schneller, weil ich sehe schon, es ist schon spät. Ähm, ja, Wir haben ja auch schon viele Punkte mit, äh, mit angerissen. Genau, die wichtigsten ähm. sollten wir meiner Meinung nach besprechen. Oder wir gehen einfach mal ganz kurz von oben bis unten durch. Cities of Sigma also. hatten wir schon. Genau. Äh, Daughters of Cain hatten wir schon. Fire Slayers hatten wir noch. Doch hatten wir auch schon, hast du auch schon vorgestellt. Genau. Iron ähm, haben sind komplett günstiger geworden. Ähm, ja, in so ziemlich jeder Einheit. Ähm, ich gucke auch mal die... Thralls, die Namati-Thralls sind günstiger geworden. Selbst ähm, der Leviathan ist günstiger geworden. Mhm. Sogar also, die Haie sind günstiger geworden. Ja, ja, das also, ist... Die haben auch einen guten, guten Schwung mitgekriegt, glaube ich. Die reiten auf der Welle, sozusagen. <laughs> die Haradron haben auch einen Höhenflug. <laughs> die sind nämlich ja auch alle günstiger geworden. Ja, das macht die Armee nur leider nicht cooler. Ähm... Ach, die brauchen, ja, aber die brauchen dringend ihr Buch. Also, wenn eine, eine Armee wirklich dringend ein Buch benötigt, dann Karadon Overlords. Komisch, wie du Slanisch sagst. Lumina <laughs> ähm, nee. 3 Lords. Haben wir nicht ganz angesprochen. Ähm, die, man könnte auf den ersten Blick denken, ist ja ausgeworfen. Grün-Rot, Grün-Rot, Grün-Rot. Und auf wir Rot-Rot, Rot, 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 Rot. Da kam dann doch die rote Armee-Fraktion nach oben. Weil die <laughs> haben mal die Füchse teurer gemacht. Ähm, die. Ähm, Reiter, die Windchargers, also die ganzen Hurricane-Sachen, die blade Lords sind teurer geworden, die Dawn-Riders sind teurer geworden und die Riverblades sind teurer geworden. Und teilweise auch um 20 Punkte. Also, die haben sie wirklich mal am ja. Hosen runter und Posterter-Untersuchungen gemacht, weil das war. Ja, Micha schreibt gerade, wir sollen uns mehr Zeit lassen. Er muss für Samstag nochmal ein. Ja, <laughs> wir müssen ähm, mal arbeiten. Also, ich, ja. Muss ich auch. auch. Drauf Arbeit sein. Ähm, ja, also, ich glaube, wie gesagt, das wird. Den nicht, die nicht so richtig bremsen, aber ähm, vielleicht eine, eine Unit irgendwas weniger, wäre schon cool. nur ein bisschen genervt, weil ich habe ja meine, meine Spaßliste für die schon erstellt ähm, und da bin ich jetzt 20 Punkte drüber und die kann ich ja halt nicht austauschen, deswegen warte ich jetzt ab, was in den nächsten Monaten passiert. Ja, ja schauen wir mal. Aber luminus waren schon, schon immer ziemlich gut tatsächlich. Ja. Äh, Seraphon. ja Seraphon wird sich vor allem äh, werden sich Leute über eine Änderung freuen. Äh, dass Croak günstiger ist und vor allem, dass der Slun ja, Warte, was war die Änderung am Slun? Nee, das war das war Croak. Hm. Genau, nicht das Slun. Ja, 30 Punkte runter. Also, was, was krass ist, ist halt auch da, merkst du wieder, die ähm, sind da das Eingang, was viele spielen, weil die Agradon-Lancers und den Saruscarvedon ähm, auf dem Agradon haben sich was um 10 Punkte teurer gemacht. Ist nur, sind nur 10 Punkte. Reicht auch schon aus, um manche Listen ähm, kaputt zu machen, dass sie halt neu überlegen müssen, wie sie ihre Listen zusammenbauen. Weil das waren die beiden Einheiten, die man enorm viel jetzt gesehen hat bei den, bei den ähm, Seraphon, so, weil die auch mal unglaublich gut. Ja, die sind auch nach wie vor gut. Also ich würde die trotzdem einpacken. Definitiv, keine Frage. Und das ist auch, ähm, wo du sagst, aber was ich meine mit diesen vorsichtigen Anfassen. Sie gucken halt so ein bisschen so, okay, machen wir mal 10 Punkte teurer, gucken wir mal, ob sich die Listen groß ändern. Und teilweise werden sich die Listen ein Stück weit ändern, weil man ähm, muss man vielleicht halt überlegen, ob man die trotzdem mit rein oder nicht. Ja. Also sind immer noch ja. super gut. Also. Ja ja. Ja, Stormcast hast du, haben wir schon drüber gesprochen. Karasei ja. runter. Ja, würde ich trotzdem nicht spielen, solange es Grondes gibt, bin ich ehrlich. Ähm, aber der ganze Rest runter, die was interessant ist, da müssen wir drüber sprechen. Die Neve Black Talon mit ihren Black Talons ist 20 Punkte billiger geworden. Die waren sowieso schon ultra stark. Kallus und Tall mit ihrer, mit ihrer Entourage. Ja, du, billiger ich, ich, geworden. Oh ich mein Gott. Ja, das ist eine einzige Schweinerei, was wir in Stormcast gemacht haben. Äh, ja, Tony, ich weiß, Stormcast sind toll, aber äh, tut mir leid. Es ist eine Schweinerei, wie krass da die eh schon starken Einheiten nochmal vergünstigt wurden. Ja, ich glaube, du wirst jetzt in fast jeder Order-Armee fast. Ähm, wirst du entweder die Black Talents oder du wirst Callis äh, und Tor sehen. Mhm. Gerade jetzt, wo Luminous auch wieder äh, so, so äh, weit vorne stehen werden, glaube ich, werden wir noch mehr Kellis und Tor sehen. Ja. Äh, genau, dann haben wir Silverness, da geht nur aus hoch, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Warum? Warum? Ja, und der Triod Engine wird auf einmal günstiger. Ja. 40 Punkte, 40. Ja. Also, äh, okay. Ich weiß nicht, ob die Bäume so scheiße sind, aber okay, ich glaube, Silbernisch freuen sich darüber. Wir müssen wir mal, mal Madeleine fragen, die spielt aus so Wand. Ja. Ähm. zu erzählen. Ja. Dann Beast, Beast of, of Chaos. Chaos, können wir, ja, können wir, also, wir streichen. Die sagen, wenn ärgerlich ist, die Beast of Chaos habe ich jetzt bekommen, die schlagen sich aktuell enorm gut. Die sind richtig gut, ja. Ich habe dagegen gespielt mhm. am Samstag. Und ähm, von daher, ist ist auch noch ein bisschen was günstiger geworden, aber die, ja, hat leider, leider, leider. Du sollst noch ja. nur noch Einheiten kaufen. Mhm. Vor, dem, vor dem Rauswurf. Ja, also. starker Armee, aber ja. ja. Korn, ist gefühlt alles, alles grün. Es ist fast, also wie gesagt, aus, fast alles grün. Um, dennoch hat sich jetzt in meiner Armee, also in meiner Armee Liste, tatsächlich kaum was geändert. Weil die, uh, in meinen Augen die um, Haupteinheiten, sowas wie Blood Warriors, Blood. Rushers, Bloodletters, Blood Reavers, die Flash ja. und die Sky Reapers. Bloodthirster vor allem. Und die Bloodthirster wurden alle nicht angefasst. Ja. Also bei Korn habe ich das Gefühl, da sieht man an dem Grünen so richtig, was eigentlich keiner spielt. Ja. Ähm, oder was die wenigsten spielen. Das ist schade. Ist aber begründet. Ja. <laughs> Leider. Genau, bei Zietsch ähm, hatten wir schon drüber gesprochen. Lord of Change ein, teurer geworden nicht drüber gesprochen tatsächlich. Ah ne, dann hat man, ne, Korn hatten wir schon, stimmt. Ja, genau. äh, ja. Aber, ja da, wie du schon sagst, war Change ist 20 Punkte teurer geworden, ne? Ja, aber verständlich, weil der ja das minus 1 zu Hit verteilt. Auch die Blue Horrors und Pink Horrors verständlich, dass die 10 ja. Punkte jeweils teurer geworden sind. Ja. Ähm, aber ansonsten die Aco Acolytes sind 10 Punkte günstiger geworden zum Beispiel. Also ja bin ich mal gespannt. Also und auch viele Helden, also fast alle, also sagen wir, drei, zwei Drittel der Helden sind günstiger geworden. Ich bin Und mal ich gespannt, bin. wie die also ja sorry man kann da was machen auf jeden Fall auf jeden Fall. also denke ich, ich mal also, ich muss mal bei den Zienschützen angucken. ich glaube die ist ein bisschen gezielter geworden jetzt ich bin halt mal gespannt äh, wie Zienschieß jetzt schlagen wird weil das ist für mich auch so ein Ding irgendwie auf Messer schneide ich glaube die haben ein Sprungbrett dass sie irgendwann dass die nach oben kommen können mal gucken ich kann es nicht einschätzen tatsächlich ja, die sind ähm, die sind durchaus ein ekliger Gegner einfach durch ihre Mobilität auch ne ja ja genau äh, ja, Slanish ähm, bin schon ich. Angesprochen, ah ja, haben ne? wir schon drüber gesprochen, genau. Äh, der Rest, der sich angepasst wurde, der angepasst wurde von Punkten, das billiger geworden ist, ganz ehrlich. Ja. Ist scheißegal. Also hier der, der ja, Hellflyer, pf, ja. ne, Seeker ja. Chariot, hatten wir damals drüber gesprochen. Slangor, ja. Finplatz, 10 Punkte runter, fand ich auch trotzdem nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, die hätten um 20 Punkte runter mindestens Ja, ja. Ich ja, die, hätte die 100, hätte ich gesehen. Ja, oder von der gesehen, genau. Und das Epitome ist, ist ja leider gestorben mit, der, mit dieser Edition. Das ist ja nicht mehr so gut, nicht mehr ansatzweise mehr so gut, wie es mal war. Ja, ja, genau. Ähm äh, Nurgle haben wir gequatscht. Haben äh, wir ja. Hatten wir, ja, hatten wir schon alles, genau. Galen ähm, war kurz verwirrend, weil das sind im Prinzip die Punktanpassungen von dem Battleturm, äh, also von vor dem Battletome zum Battleturm. Okay. Weil ich habe nämlich gesehen, die, ähm, also in meiner App, bevor ich sie aktualisiert habe, waren die kleinen Ratten waren schon auf 150 Punkte zum Beispiel. Ach so, ah, dann ist das jetzt ich einfach baue, für das alle. Ist so, ist so dieses ähm, vor, bevor sie also bevor sie das Battleton kam, hatten sie noch 10 Punkte mehr und jetzt kam das Battletome und das, deswegen glaube ich nicht. Also ich wenn mich äh, sagt mir Bescheid, wenn ich mich da irre, aber ich habe es jetzt nur bei den kleinen Ratten überprüft, weil die waren bei mir in der App auf 150, bevor die App sich aktualisiert hatte. Okay. Na ja, der Honest Wargamer sagte ja, das Dokument hier müsste von Ende August, äh, nee, von Anfang September. Nee, Ende August ist richtig. Von Ende August sein, als das geschrieben wurde und dementsprechend müsste das noch hinpassen. Genau. Das heißt, da brauchen wir uns das nicht angucken, weil ähm, genau. Ja, die Scanner zu gesehen. Slaves to Darkness. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil Slaves to Darkness sind die Armee, die ja sowas von im Neo Move die ganzen Nerfs äh, gedodged haben. Ich habe da ein bisschen gesessen und habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? Ähm, hm. Wieso? Weil Slaves to Darkness, gerade Varenguard. Hm. Gehen. Ja, sie werden teurer. Äh, Varanguard wird wie viel teurer? Zehn Punkte? Ja. Ja, zehn Punkte. Also bitte. Ähm, ja, ähm, aber da ist nicht das. das die Varenguard ist gar nicht das Problem. Das Gute ist, was sie gemacht haben, ist, dass Bella 30 Punkte teurer geworden ist. Ja. Das ist, das ist nämlich genau das, was ich nämlich vorhin meinte dass sie damit ähm, sagen, Leute, wir wollen, nicht eure wir wollen nicht eure Einheiten unspielbar machen, wir wollen eure Listen unspielbar machen. Und das gefällt mir daran. Sie werden sagen nämlich, okay, pass auf, ja, die Wyrmgard und die Chosen sind, sind sehr, sind so die starken Truppen von den von den of Darkness. Das müssen sie auch sein. Das sind, das sind die Elite. Die sollen ja, so ja. stark sein. Mhm. Wenn sie die jetzt 40 Punkte teurer gemacht hätten, oder 30, 40 Punkte jeweils, dann wären die definitiv ähm, über überteuert. Aber ah. so sind so sind sie jetzt, dass ich sage, okay, sie sind ähm, teuer, teurer als vorher. Ähm, du kannst sie immer noch spielen, aber du kannst diese ätzenden Listen mit Bela Corso nicht mehr spielen, weil da ist es einfach mal auch 30 teuer, Punkte teurer geworden. Wenn du jetzt zwei Sechserblöcke Varengard spielst, dann, dann, dann wird es auch zu teuer, als dass, das als dass du das ordentlich spielen kannst. Das Problem, was ich damit habe, ist einfach die Effizienz, die hinter den Punkten steht. Die darf man nicht immer so rechnen bei Games Workshop. Das Ding ist aber, dass eine Varengard in einer Runde mit Doppelaktivierung easy 1000 Punkte aus dem Spiel nimmt. Easy. Wenn, sie, wenn du vorher chargt. Und das kannst du ja quasi reglementieren, wann du wo reingehst. Mit denen, weil die sind ja schnell genug. Ähm, ich finde die 320 Punkte für das, was aus dieser Einheit rauskommt. Also selbst, selbst 640 jetzt äh, in Zukunft. Finde ich einfach absolut nicht gerechtfertigt für das, was die. Also, bei der Verengard, bei Chosen kann man drüber diskutieren. Ähm, die finde ich jetzt ein, einigermaßen in Ordnung. Vielleicht noch 10 Punkte hoch, aber dann ist auch okay. Äh, oder 2,80 wie, wie in der letzten Edition. Aber bei Vanguard habe ich echt das Problem damit. Diese 640 Punkte nimmst du trotzdem mit Kussant mit. Einfach weil die töten alles, was sie berühren. Und die nimmst du einfach als den Hammer im Spiel. Das ist die stärkste Solo-Unit im Spiel vom, vom Output her. Äh, die also, haben halt super wenig Pieces. Sie müssen auch was reißen. Ist richtig. Deswegen aber meine, ich, das meine ich halt. Also, das ist, äh, die sind auch immer noch mit einer der teuersten. Und auch die kannst du aufhalten. Ja, kann man. Ich glaube persönlich, ja. dass die neuen Slays to darkness listen man mag mich korrigieren für die, die sie besser spielen, so wie du. Oder auch mehr spielen. Äh, dass die einfach jetzt darauf setzen. Rein in den Gegner, Double-Turn, Gegner töten, dann durchscoren. Ähm, aber da sind, sind wir mal ehrlich, dass das. Ähm Läuft momentan bei vielen Armeen so, dass du möglichst schnell in die Gegner rein was Ich hatte gerade mit, mit einer Gruppe gequatscht. Früher in der dritten Edition hat man noch viel mit Screens gearbeitet. Gefühlt sehe ich momentan auf den Turnieren und so kaum noch irgendwelche Screening-Einheiten, weil du immer nur das sagst, okay, komm, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin. Du arbeitest kaum noch mit Screens. Das stimmt. Ja, wohl weiß ich nicht. Würde ich das unterschreiben? Ich überlege gerade. Was ich jetzt so auf jeden Fall beobachtet auf, auf den letzten Turnieren und auf den letzten Spielen. Weil du einfach sagst, okay, die Einheit nehme ich jetzt für, für ähm, äh, Take the Flanks zum Beispiel oder ähm, take, the, take the Lands. Ja. Und der Rest sagt sich, ich gehe mal in die Mitte und mosche. Ja. viel mehr sehe ich momentan nicht? Oder du hast halt genau das Gegenteil. Ich bleibe hier und schieße und, und gehe dann rein und hole mir die Punkte. Ähm, das. Manche, bei manchen ist da noch ein bisschen Finesse drin und sowas, aber äh, zum Beispiel sowas wie Sie, die haben natürlich noch ihren Screen, damit du nicht auf die Zauberer kommst. Ja, klar. Ähm, ich persönlich finde es trotzdem tatsächlich bei den Saves to Darkness. Gefällt mir das ähm, sehr gut, was sie gemacht haben. Wie gesagt, die 30 Punkte Belacor war absolut nötig. Weil der mit seiner, mit seiner Fähigkeit, ähm, dass er dich einfach mal ausschalten kann und dann auch noch dir in deiner, in deiner Nahkampfphase sagen kann: Ja, du hast übrigens, ähm, ich habe übrigens Strike First. Das ist schon mega stark. Das ja. ist auch noch ein Zweierzauberer. Der Demon Prince um 10 Punkte ist auch gerechtfertigt, weil der hat in den letzten Turnieren, weil der immer mein MVP tatsächlich, so sehr ich geflucht habe in der dritten Edition, so sehr liebe ich ihn in der vierten. Ähm. Und auch die Chosen und die, äh, die, die Furies zum Beispiel sind auch teurer geworden. Auch das ist absolut gerechtfertigt. Ja. Yeah. die sind einfach mal gut mit ihrer Fähigkeit, dass sie auf die 3 Plus ähm, sagen, ja, ist schön, dass wir in Nahkampf sind, aber wir sind da mal weg. Ja. Und ähm, die hat ja natürlich auch 10 Punkte teurer geworden. Aber es kann auch sein, deswegen meine ich halt äh, dieses Monatliche, es kann auch sein, dass sie jetzt merken, okay, die 10 Punkte haben nicht gereicht. Mach mal 10 mal Punkte teurer. Ja, müssen kann wir gucken. Deswegen finde ich diese Baby-Steps ganz gut. Weil sonst haben wir nämlich wirklich das Problem, wenn sie jetzt sagen, okay, äh, Varian Guard kostet jetzt 400 Punkte. Ja. Schwierig. Das ist, das ist äh, schwer für die Spieler zu an die Spieler zu verkaufen, zu sagen, ach, übrigens, eure ähm, Einheit, die ihr, ähm, auf die ihr eure ganze Liste aufgebaut habt, die kostet das einfach mal 40 Punkte mehr also, oder 80 Punkte mehr. Und dann heißt insgesamt bei einem 6. Trupp 160 Punkte mehr. Das ist äh, schon schwer zu verkaufen. Deswegen finde ich es so ganz gut, ähm, wenn sie dann sagen: Okay, Leute, ähm, die im nächsten Monat werden die nochmal teurer, beziehungsweise dann kommt ja auch irgendwann das ähm, Betteltraum von den Slaves. Ähm, müssen wir auch abwarten, was da dann passiert. Da kann sich das ja auch noch mal alles wechseln, dass dann die Varengard ähm, andere Fähigkeiten kriegt. Oder dann heißt es: Okay, um die Varengard zu entschärfen, hat hier auch Mark mal gesagt zu mir, also hier aus Berlin ein Kumpel. Man könnte ja auch dann sagen: Die Varengard darf nicht mehr vom Auge der Götter profitieren oder so ein Quatsch, um die einfach ein bisschen schwächer zu machen also es gibt ja Möglichkeiten. Ja, oder die haben ein vorgegebenes Zeichen, was so sich Zeichen undivided vorgegeben oder sowas ja schon mal das Kornzeichen macht die auch schon mal noch mal sehr deutlich stärker. Ja, Micha sagt, es ein Waffenteam liegt average 4 Vanguard. Ja, es, es gibt Möglichkeiten. Ja, gibt es auf jeden Fall. Also von daher ich weiß, ich kenne ich kenn den Schmerz, dass man sagt, naja, die sind aber so stark, aber die sollen auch so stark sein. Weil sonst, sonst haben die Slaves von normalen Einheiten wenig was, was reißt. Ich finde, genau, das ist so ein Ding. Ich finde, bei den Slaves to Darkness ist die interne Balance im Buch einfach eine Katastrophe. Ähm, also, weil alles, was Barbaren ist, ist für die Tonne. Und ja. alles, was Rüstung trägt, ist schon ziemlich gut. Ähm, die die Chaoskrieger sind gut, aber trotzdem haben die nicht genug Impact im Spiel, als dass ich sage, ja, 220er Trupps Chaos Krieger. Ähm, lohnen sie, weil dafür sind die zu langsam und selbst wenn sie ankommen, machen sie so wenig Schaden. Ja. Und wir haben keine Zauber, wir haben keinen Beschuss, natürlich brauchen wir dann halt die Nahkämpfer. Ja. Das soll nicht vergessen, ich kann ja nicht mehr schießen. Nee, ist richtig. Noch nicht. Also ich hoffe ja auf den Todbringer wird ein neuen mitbekommen, aber geil. das, das wäre geil. Aber ja. So, ja. Hat es ja schon, glaube ich, genau. Flash-Eater, äh, egal, was sie am Punkt ändern, ganz ehrlich, ist völlig Wurst, die brauchen neue Mechaniken. Ähm. <laughs> Also, Royal Terror Gies 20 runter, ja, Zombie Dragon auch 20 runter, ja, nett. Wird ja momentan auch gerne gespielt mit Ushoran zusammen. Aber das, da muss mehr passieren. Also, das, das reicht auf keinen Fall, um die Armee aus der, aus der Versenkung zu holen. Ja. Warum auch immer der Kardinal teurer geworden ist, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber naja. Ähm. Nighthaunt. Nighthaunt, genau. Hat sich einiges getan. Nochmal, aber auch immer nur so in Zehnerschritten. schritten Ne, hier 20 bei den Hexrays, 180 Punkte für 5. 360 dann für 10. Das ist schon, das ist schon pricey, gerade jetzt mit den neuen Änderungen. Ich glaube, dass wir auch nicht mehr ganz so viele Hexrays sehen werden. Mhm. Raikunor the Grimhailer teurer. Sehe ich jetzt auch nicht warum, weil den fand ich eigentlich ganz gut gepreist. Ähm, Blade Key Surveillance, 10 Punkte hoch, schon in Ordnung. Ähm, um, Dreadsize Harry auch, hat man auch sehr viel gesehen. 10 Punkte runter für den Knight of Shrouds. Ja, 20 für Scriptor Mortis, da weiß ich gerade nicht, wer das ist. Und die Pyre Geists runter. Hat man halt auch gar nicht gesehen, ne? Ja, eben. Ja. Ja. Bone Reaper sind halt auch günstiger geworden, nur. Ja, ich glaube, auch Bone Reaper werden jetzt irgendwann kommen. Die haben immer noch wahnsinnig gute Builds. Ähm, vor allem, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, da, 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 da der Mortec Crawler 20 Punkte runter. Das heißt, du kannst jetzt wirklich easy drei von diesen Katapulten spielen in dieser Mortec Lanze da. Mhm. Ähm, ich glaube, das werden wir sehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das werden wir sehen. Weil ich fand die schon nicht scheiße, als wir als der Index kam. Und äh, ich glaube, das war immer nur so, ja, okay, die, die, die Pferde sind besser, dass das so ein bisschen zurückgehalten wurde. Aber wenn du jetzt den Crawler dreimal spielen kannst mit den 20-Punkten äh, Unterschied, ich sehe das. Ja. ist gut möglich, auf jeden Fall. Ja, Sorblights. Ja, günstiger, ne? Ja. Eigentlich. Bandfind ist 20 Punkte teurer geworden, Black Knights 20 Punkte teurer ja. geworden, Felbitz und Grave Guard auch erwartungsweise, dass die 10 Punkte teurer geworden sind. Ja. Der Rest ist, was äh, angefasst wurde, ist günstiger geworden. Ähm, genau. Und das ist. Das noch was ist das was wert für, ähm, für Soblitz? Ja, das ist das, was ich meine. Eigentlich interessiert es das Buch nicht. Der aktuelle Bild, das ist ja dieser, dieser dicke Control-Bild mit Manfred und den ganzen Skeletten, dass er irgendwo reingeht mit seinem Strike First, irgendwas anschlägt mit äh, Geist War und dass alle Skelette dann ähm, im Umkreis mehr Attacken kriegen. Mhm. Dieser eine Bild ist tot, aber ich glaube tatsächlich jetzt, also Kado Eseker ist egal, der hat leider richtig doofe Regeln gekriegt, äh, aber der ganze Rest ist jetzt Raduka 20 Punkte runter. Es gibt jetzt schon super starke raduka bills Ich sehe das absolut, dass jetzt Raduka The Beast auch, auch kommt. Äh, CK runter auch stark. Also, das, Raduka habe ich schon so oft gegen gekämpft. Ich hasse den Kerl. Der ist super. Alleine dieser D6-Zoll-Move, diese D6 den du in Combat beenden kannst, jede, jeden der, Spielerzug. Der ist, der mega. Ist, der ist so unauffällig auf dem Feld und dann zerfetzt du dir einfach mal alles. Das widerliche ein Ja. Aus Kirk and True runter stark. Äh, äh, Zombie Dragon ein bisschen runter, der ist okay. Ähm, White King und so, Vengorian Lord runter. Da müsste man drüber äh, philosophieren, ob äh, sich es nicht trotzdem noch lohnt, ähm, Lockerei mitzunehmen. Aber ich. Ich glaube, die Punktanpassungen sind einfach nur, damit noch mehr Varianz. Also das ist so ein innerer Balance Patch hier, damit du ja. halt nicht, nicht nur die Controllisten siehst, sondern jetzt halt auch mal, was ich Alpha Strike oder Counter Strike spielt. Weil zum Beispiel die Alpha Strike Liste ist überhaupt nicht teurer geworden und die Counter Strike Liste ist halt ein bisschen billiger geworden. Und das ist schon geil. Also das will ich sehen. Ja, Ja, Bonesplitter spielt kein Mensch. Close geht's. Ja. Das hat wehgetan. <laughs> das hat wehgetan. getan. <laughs> ähm, das, das, das war so, so ein allgemeiner dumpfer Aufschrei von den ganzen Trollspielern, die ich gehört habe, als das rauskam. Ja, also zugegeben, Trolle war nervig, aber Trolle war nicht das Problem in der Meta aktuell. Ähm, Na, denk ja, also ich, muss, ich muss sagen, ähm, dass die Rockards ähm, 170 gekostet haben, also finde ich die 190, finde ich, schon gerechtfertigter als die 170. Ja, ja. Also wie gesagt, sechs, sechs äh, Rockguards äh, haben mir fast meinen 10er-Trupp ähm, Chosen rausgehauen. Ja, das können die. Ja, und das meine ich halt. Ne? Das waren dann halt 340 Punkte, die 500 Punkte rausgehauen haben. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das schon, also die hätten es auch gerne auf 200 Punkte hochpacken können, in meinen Augen. Ich glaube, dann wäre Trollisten tot gewesen, jetzt wirst du die ein bisschen mischen. Ähm Denk Trogboss 10 Punkte hoch, das habe ich nicht ganz verstanden, weil der ist eigentlich nur dafür da, um irgendwelche Sachen zu buffen, weil wenn er selber zuschlägt, macht er halt entweder macht einen Turbo-DPS oder er macht gar nichts. Ja, es ist leider wahr, das stimmt. Genau. 100 Punkte runter für Kragnos. wup, wup. 10 ähm, Punkte hoch für Skragord. fand ich auch unberechtigt, das, weil. Das finde ich auch unberechtigt, ja. Den der nimmst wurde du vorher feuer ja, ja, nee, mach, mach. Ja. Der, der, der wurde. Ähm, zu, von, der vierten, von der dritten zur vierten schon äh, in seinen Kräften so dermaßen beraubt, was ja. er vorher konnte, wurde gleichzeitig in Punkten, glaube ich, nochmal hochgesetzt und jetzt haben sie ja. nochmal hochgesetzt. Ja. Also, ja, er war früher zu stark für seine Punkte und dann haben sie das übertrieben mit, seinem, mit dem Schlechtmachen und das noch nochmal zehn Punkte mehr, finde ich. Das, also, sehe ich nicht ernst, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das Problem ist bei Skragroth, dass er in jeder Liste drin war, weil du einfach die Nein. Fähigkeit haben willst, dass er den Mond kontrolliert und er ist der einzige Level 2 Wizard in dem, Be in dem Index. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann nicht dem geschuldet, dass er stark ist, sondern einfach, dass er das Piece ist, was alle haben wollen. Eben genau. Das, ist, das sind diese typischen 10 Punkte, ähm, die sie verteilt haben für, für Einheiten, die jeder immer spielt. Genau. Dann trock 20 hoch, verstehe ich, weil du den in jeder Trollliste okay. dabei hast. Der wird jetzt bei mir auf jeden Fall rausfliegen aus der Trollliste. Echt, ja? Ja, Kragnos. Ganz klar. Für 580 ja, okay. Punkte ja, kommt ja. dafür Punkte Kragnos steht, mit. Ja, okay, hast du recht. Bei ein 3W6 Charge nehme ich lieber als die Chance auf, auf eine Attacke mehr. Hm. Ähm, Fellwater Troggers 10 Punkte hoch, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil die waren vorher schon nicht, nicht so toll. Jetzt sind die umso weniger toll ja das, die habe ich auch nicht verstanden zumal die auch nicht so oft gespielt wurden eigentlich also hast also ich habe sie selten gesehen genau dann äh, Moonclan Shooters runter ja die sind trotzdem Müll äh, Skitterstern spinne Müll Sport of Blaise, Splatter, Fanatics, die sind ganz nett meiner Meinung nach aber ja. ansonsten hier der Schamane runter wie gesagt ist auch Wurst äh, und dann die die anderen spinnen runter würde ich nicht, nicht mehr kaufen, bin ich ganz ehrlich. Die können jetzt auch super gut sein. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass auch die Spinnen weg sind demnächst, weil die sind im Ork- und Goblin-Buch mit drin bei The Old World. Das heißt, die ja. haben eine fette Zielscheibe auf dem Kopf. Ja, ich befürchte auch. Das waren so äh, neben den Trollen immer so mit meiner Lieblingseinheiten bei den Goblins. Und, naja. Ja, Krüger ja, ist nicht nee, sind erstmal die normalen Orks, ne? Mhm. Ja, ist halt alles günstiger geworden, ne? Ja. Megaboss, Megaboss, Duskboss, Zogrock, Brute Ragers, Gorg Runters, Real Brute Wreckers, ähm, alle günstiger geworden. Also, auch wie, <laughs> 90% ähm, der Einheiten sind günstiger geworden und der Rest ist so geblieben. Ja. Also, ja. die Orks sagen, geil. Oh. Ja. Mehr Also, ich würde mich freuen, wenn die hochgehen. Das ist eine geile Armee. True, aber ist genau das gleiche Spiel. Der ist auch äh, günstiger ja. geworden. Ähm, das hat erweise bei den normalen Händen ist da gar nichts passiert. Also, außer beim Marshcaller der wird doch kaum noch gespielt, weil die Fähigkeit einfach nicht mehr so geil ist wie früher. Ja. Und du willst mit den was nicht unbedingt äh, reinchargen. Ich hier für es nicht so dringend. Außer mit drin. dem Meyer Brood. Außer mit dem Meyer Brood, genau. Mhm. So. Ja, Ogre. Das ist, so, glaube ich, das letzte, wo Sons of Behemoth muss man nicht groß. Nee, genau. Ja. Äh, Ogre Mortribes, kurz müssen wir noch drüber reden, äh, ist der absolute Sargnagel für die Armee. Bin ich ganz ehrlich. Äh, wieso? Was ist da jetzt 30 hab... Punkte hoch für die einzige Einheit aus dem, aus dem Index, die wirklich mhm. stark war, nämlich für Glattens. Glattens ja. Du hast jetzt im ah. Schnitt 200 Punkte mehr in der Liste. Also 30 Punkte ist schon wirklich arg viel. Pro 6. Ja, genau. Dass die Glattens, also dass jetzt. Ähm, Sechs Glattens, so viel kosten wie, die, wie, wie äh, fünf 5000 früher. Ja. Ist schon ein bisschen überteuert. Die Armee hat sowieso null nul ja, Synergien. Mann. Ja. Uff, Entschuldigung. Ja, die hat okay, null Synergien. Die hat nur Scheißcharaktere, die du einpacken musst, damit du deine guten Einheiten Stand jetzt nur Glattens mitnehmen kannst. Äh, der Butcher ist teurer geworden. Das war der, der buffen konnte. Der, und die Glattens. Also du bist 210 Punkte bist du drüber jetzt in deiner Liste. Und die Armee hat effektiv nichts mehr, was, was irgendwas austeilen kann. Diese ganzen Stonehorns, die ganzen Thundertasks, die sind alle für die Mülltonne. Und äh, die Yetis sind, ne, der Iron Blaster ist runtergegangen, auch der ist so äh, geht so. Und die Iron Guards fangen die Glattens nicht auf, das ist das Problem. Das heißt, du wirst, und das, da gebe ich den Leuten jetzt Brief und Siegel drauf, du wirst keine Ogre-Liste mehr sehen in den nächsten Wochen, die annähernd gut äh, performt. Weil diese, die, die OGA, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, als sie diesen Index geschrieben haben, die sind nicht nur scheiße langweilig, die haben auch wirklich nur Schrott in ihren, in ihren War drin stehen. Und das ist, das tut mir so in der Seele weh, weil das einfach mit die geilste Fraktion war in Age of Sigma 2 und 3.0. Und, ähm Warum? Also warum haben sie die Glattens teurer gemacht? Weil es zwei Listen gab, die da mal ganz gut performt haben, wo du irgendwie 45 Glattens gespammt hast? Okay, ja, aber wer macht das? Jetzt ja, zumal man ja auch, finde ich, auch da mal im allgemeinen äh, Scoring sehen muss. Ne? Und das genau. Ist ja, ähm, jetzt hier bei uns in Lübeck haben wir die Oga gewonnen beim letzten Mal. Ja. Aber es ist halt auch in der ohne die Oga anzugreifen zu wollen, aber eine Seltenheit. Dass die Oga so gut performen. Und jetzt da nochmal 30 Punkte pro Sechs, das, das tut schon weh, ja. Das sind 60 Punkte pro Trupp, die du mehr zahlst. Das ist heftig. Ja. Also, wie gesagt, für mich absoluter Sargnagel für die Armee. Say goodbye. Ja. ja, das war's. Ja, Mensch, so haben wir einen knackigen zwei Stunden geschafft? Ja, ich guck gerade mal, was sagt hier die Aufnahme? Zwei Stunden, vier. Genau, sind exakt zwei, zwei Stunden. Weil ich habe fünf Minuten bevor wir gestartet haben, habe ich den Stream gestartet. Mann, sind wir gut, ey. Ja, also, kurzes Fazit von dir: ich Hot, oder, hot oder Grott? Hot. Ja, für mich auch. Ähm, gerade, gerade mit dem Hintergrund, dass es monatlich ist, erscheinen soll, erst recht hot, weil ähm, ja. dann habe ich Hoffnung, dass das alles äh, gut läuft sehe ich auch so. Ähm, Was machen wir jetzt, äh, Micha? Na, schön fleißig bemalen, mhm. schön ordentlich bemalen, ja. Nichts hier auf ähm, Patafix stehen lassen und alles schön ähm, das Grau ausmerzen mhm. und dann genau das spielen. Ja, gut. <laughs> dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, am, vielleicht am Sonntag wieder. Mal gucken. Ähm, und ansonsten nächste Woche natürlich. Äh, da kommen dann die Skaven, die haben wir natürlich jetzt äh, gewechselt, weil das hier aktueller war. Ja. Ähm, und nächste Woche, wenn mich jetzt nicht alles täuschen wird, werden dann die Jungs zusammen mit Bruce, ähm, der jetzt auch neu im Stammtisch-Team ist, werden wahrscheinlich dann das 40k äh, Balance Data Slate streamen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nächste Woche kommt. Ähm, weil das kommt in der Regel immer eine Woche nach dem Age of sigma update und dementsprechend wird es dann natürlich auch wieder einen Stream geben. Und am Sonntag nehme ich mit ähm, Pitt wieder einen neuen Battle Report auf. Geil. Der kann auch gerne nächste Woche kommen. Space to Darkness gegen Fire Slayer, wie gewünscht. Nice. Freue ich mich drauf. Ja. Dann schön, dass ihr alle da wart. Ja. Und es war mir fest mit dir, Jan. Ja, mit, mit dir auch wieder. Und wir beiden Tratschliesels haben das echt durchgekriegt heute. Jetzt müssen wir uns rot markieren. Ja. <laughs> <laughs> sind wir auch durchgerusht teilweise? Also, also, ja. Aber muss auch. Ansonsten würden wir hier noch in zwei Stunden weitersetzen. Das ist so, ja. Genau, wir sehen uns am Samstag. Dich ja leider nicht, aber die wir anderen lassen. Jungs hier sehe ja. ich am Samstag. Ja. Genau. Macht viel Spaß am Samstag. Danke. Strengt euch an, auf ja. dass die Götter euch wohlgesonnen sind. Ja. Und ähm, morgen werden wir schon aufbauen. Und wir haben, das kann ich schon verraten, wir haben sehr geile Preise vom Games Island bekommen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was ihr sagen werdet. Bin ich mal gespannt. Das klingt ja gut. Ja. Dann gute Nacht. Gute Bis Nacht, in. Leute. Bis denn. Ciao.